So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zur nächsten Ausgabe von Gezockt, das Magazin, in dem ich immer über die Spiele mit euch rede, die ich in letzter Zeit so gespielt habe. Das letzte Gezockt gab es ja letzte Woche erst, trotzdem habe ich hier jetzt 14 Spiele, die auch größtenteils alle neu sind oder über die wir zumindest reden müssen, in der Liste, die ich halt seitdem gespielt habe, und wirklich großartige Spiele dabei. Manche Spiele auch eher eine bittere Enttäuschung, andere Spiele, wo wir auch im Spiel des Jahres Kontext drüber reden müssen, wo ich auch gerne von euch Feedback hätte, wenn ihr das eben auch schon ausprobiert und gespielt habt. Und ja, also ich habe mega Bock darauf, über alles das mit euch zu reden, und wenn ihr irgendwas davon gespielt habt, da auch eine Meinung zu habt, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich möchte mich aber auf jeden Fall zunächst auch nochmal am Anfang bei all meinen Patreons bedanken, die eben auch dafür Sorge tragen. Durch eure Unterstützung kann ich mir eben auch so viel Zeit nehmen, diese ganzen Spiele spielen, in Ruhe spielen, wiederholt spielen, mir Zeit dafür zu nehmen, eben gerade auch Spiele, die nicht gut ankommen, nochmal wiederholt eben auf den Tisch zu bringen, zu sagen, okay, lag es jetzt an uns, liegt es am Spiel, und eben auch völlig unbefangen einfach ganz offen meine Meinung sagen zu können. Also wenn ihr auch den Content hier gerne guckt und euch, ne, die Vielfalt auf dem Kanal gefällt, dann guckt auch gerne mal unten in die Infobox, da ist ein Link zu Patreon, da könnt ihr halt für einen kleinen Beitrag das Ganze, wenn ihr wollt, unterstützen und so die Arbeit eben halt auch honorieren. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich würde mal sagen, fangen wir doch einfach mal an. So, fangen wir mal an mit dem Spiel des Jahres. Da war ja Anfang der letzten Woche die Nominierung und alle waren ja total begeistert. Großartiger Spielejahrgang, tolle Spiele rausgesucht. Ich glaube, alle waren zufrieden. Klar, manche Leute haben vielleicht auf der Kennerliste gesagt, warum ist da ein Arnak? Ich hätte lieber ein Aeons End gesehen, und Wasserkraft wäre cool gewesen. Fantastische Reiche. Wenn es jetzt beim Spiel reicht, tatsächlich, dass die Auswertung ein bisschen komplizierter ist, dass dadurch so ein super einfaches Spiel zum Kennerspiel wird. Gut, das habe ich einem Kumpel mitgegeben, der meinte auch so, das ist fürs Kennerspiel nominiert, das ist doch sehr einfach. Aber da wird sich die Jury schon irgendwas bei gedacht haben. Das große Unbekannte für viele auf der Liste war ja tatsächlich Zombie Teens Evolution, wo ja viele gefragt haben, was soll das da? Ist das ein Witz? Kenne ich gar nicht. Der erste Teil war auch ein Kinderspiel. Was macht das jetzt auf der Nominierungsliste sogar zum Spiel des Jahres? Ich war natürlich auch super neugierig, habe mir das Spiel gleich geholt. Ich habe ja den ersten Teil damals auch gespielt, nicht komplett durch. Das war halt wirklich Kinderspiel-Level wirklich. Und da habe ich dann so 4, 5, 6 Missionen gespielt, mir dann die ganzen Umschläge angeguckt, geguckt, was da noch so alles drin ist. Die Kids-Variante habe ich dann sogar letztes Weihnachten meinem Neffen geschenkt, und das lag da jetzt auch relativ lange ungespielt rum. Ich habe jetzt im Zuge des Spiels des Jahres gesagt, kommt, spielt das doch mal mit Max, mal gucken, wie so, ne, der Vorgänger davon ankommt, ob das irgendwie gut ist, Spaß macht oder nicht. Dachte auch so ein bisschen, ja, Zombie-Thema, finden meine Eltern vielleicht auch jetzt nicht so toll, aber gar kein Problem. Und das wird gerade rauf und runter gespielt. Mein Neffe Max ist da voll dabei, ist auch immer neugierig drauf, einen neuen Umschlag aufzumachen, hat auch schon so die Strategien durchschaut. Die ersten 3 Partien wurden auch gleich verloren. Seitdem läuft das immer ein bisschen besser, auch wenn er gerne, falls ihr es kennt, mit der Regelvariante anfangen würde, dass man gleich 3 Eingänge schon zu hat und den 4. noch irgendwie zumachen muss. Auf jeden Fall, das kommt schon mal gut an. Ich bin mal gespannt, wie lange es da dauern wird, bis es durchgespielt wird. Ich hoffe einfach, dass ich vor der Spiel des Jahresverleihung dann eben auch noch mal einen Zombie Teens dahin schicken kann, dass es auch noch mal gespielt wird, weil mich da eben auch einfach interessiert, wie groß ist da der Komplexitätsgewinn eben für so ein Kind in der Zielgruppe. Der Max wird jetzt ja bald 7. Ich glaube, Zombie Teens ist tatsächlich ab 8. Und ja, wie gesagt, ich hatte es nicht auf dem Schirm, das Spiel. Ich glaube, viele auch Rezensenten kannten das wahrscheinlich gar nicht. Und wir haben das jetzt eben gespielt, ich habe das an 2 Tagen durchgespielt. Man braucht so, wir haben 25 Partien gebraucht, bis wir durch waren. Eine Partie dauert eine Viertelstunde bis maximal eine halbe. Und ich habe mich dann ja den einen Abend mit Flo hingesetzt, da haben auch viele von euch zugeguckt, und wir haben das gespielt, und da haben wir 12 Missionen gespielt, und dann war der Abend auch schon rum. Das war durchaus unterhaltsam, auch mit dem Chat. Wir haben das so mit der richtigen Einstellung auch einfach gespielt und sind da ganz entspannt rangegangen. Am nächsten Tag habe ich es dann mit Karl gespielt. Irgendwann ist noch Annika dazugekommen. Dann haben wir es eben auch zu dritt durchgespielt und auch zu Ende gebracht. Also innerhalb von 24 Stunden gefühlt sind wir durch die ganze Kampagne durch. Das würde ich tatsächlich auch keinem empfehlen. Ich würde euch empfehlen, nehmt da eher euch ein bisschen Zeit für. Ich habe mir dann eben auch vorher und hinterher Kommentare auf BoardGameGeek durchgelesen. Und auf BoardGameGeek ist ja tatsächlich Zombie-Teens, also diese Zombie-Evolution-Reihe, das Gloomhaven der Kinderspiele. Ne? Auf Platz 1 und 2, wenn ihr da nach den Kinderspielen sucht, ist auf Platz 1 Zombie-Kids und Platz 2 ist Zombie-Teens. Kommt also mega gut an. Und das deckt sich auch mit den Kommentaren, die man da liest. Das Spiel hat fast nur gute Bewertungen, 8er-Ratings, 9er-Ratings, 10er-Ratings. Und wenn man sich die Kommentare dazu durchliest, dann ist der Grundtenor immer,
Großartiges Spiel, wirklich eine tolle Zeit mit meinen Kindern. 6 und 8. Großartiges Spiel mit meinen Kindern, 7 und 9. Großartiges Spiel mit meinem 9-Jährigen. Hat mega viel Spaß gemacht. Mein 8-Jähriger war voll dabei. Wir haben es durchgezockt. Hier, fantastisch. Ich hatte die beste Zeit meines Lebens. So ein cooles Spiel habe ich noch nie mit meinem 6-Jährigen gespielt. Und 80% der Kommentare, die es bis Stand letzte Woche auf Boardgame war, gingen in diese Richtung. Kein Kinderspiel, aber, weil dafür ist es auch zu viel, aber halt ein Spiel, das spielende Eltern mit ihren Kindern spielen und dann eine großartige Zeit haben. Diese Zielgruppe, die Kinder, spielen natürlich auch oftmals generell schon viel, sind da also auch schon vorgeprägt und können sich dann auch mit solchen, sag ich mal, komplexeren Spielen auseinandersetzen. Es ist kein komplexes Spiel, aber so als Kinderspiel, ne, so das Gateway-Spiel. Da gibt es ja einige Spiele von, sowas wie irgendwie Herr der Träume oder Maus und Mystik, was ja vielleicht auch teilweise schon ein bisschen viel ist. Diese Zombie-Evolution-Reihe hat, glaube ich, den richtigen Sweet-Spot. Das triggert was bei Kindern und eben auch Eltern haben da durchaus Spaß dran. Wir haben das ja auch gespielt. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es per se ein schlechtes Spiel ist. Ich frage mich nur absolut, was es auf dieser Liste verloren hat. Denn dieses Spiel hat so ein bisschen den Charme eines Handyspiels. Das Spiel selbst ist halt auch wieder ein Ticken komplizierter, also kompliziert in Anführungszeichen, als der Vorgänger, der wirklich sehr grundlegend war. Hier hat man schon so ein bisschen manchmal Entscheidungen zu treffen. Aber wenn man jetzt ein bisschen Vielspieler ist, dann sind eigentlich die optimalen Entscheidungen immer auf der Hand. Wir starten in der Schule, wir haben so 4 Gebäude, wo halt so Zutaten liegen, die wir aus diesen Gebäuden holen müssen. Die sind halt, ne, auf dem Spielplan in den 4 Ecken und da liegt halt immer, ne, Schule, ein Feld, dann das Gebäude. Wir müssen uns halt bewegen zu dem Gebäude hin. Da muss irgendjemand auf dem Nachbarfeld stehen. Dann werfe ich dem die Kiste zu, da fordere von dem die Kiste an und bringe die Kiste in die Schule. Wenn alle 4 Zutaten in der Schule sind, haben wir die Partie gewonnen. Das wäre natürlich super einfach. Deswegen wird immer noch gewürfelt und dann bewegen sich oder spawnen Zombies. Die kommen so aus Gullydeck hin, starten dann halt 2 Felder links vom Gebäude. Wenn sie nochmal aktiviert werden, bewegen sich ein Feld drauf zu. Werden sie nochmal aktiviert, landen sie in dem Gebäude, übernehmen das, bauen das ein Trampolin rein, wird der Zombie nochmal aktiviert, springt er zum nächsten Gebäude, springt zum nächsten Gebäude und wenn alle 4 Gebäude erobert sind, haben wir das Spiel verloren. Sprich, taktisch ist der Anspruch so ein bisschen, dass man halt immer guckt, ne, wie positioniere ich mich? Es gibt auch so einen Kartenstapel, manchmal würfelt man so ein Ereignis, wo böse Sachen kommen können und so Einmalereignisse, die einem das Leben auch später auch noch immer schwerer machen. Und nachdem man dann so ein paar Partien gespielt hat, hat man so die grundsätzliche Strategie raus, dass man sich halt immer so positioniert, dass man alles im Griff hat. Sprich, eigentlich geht man irgendwie immer, wenn man kann, so in die Mitte zurück, dass man halt auch immer, wenn irgendwo ein Zombie spawnt, sich bewegt, gleich hinkommt und den auch irgendwie ausschalten kann. Und wenn dieser Kartenstapel dann durch ist, man weiß, okay, die Sache läuft gerade einigermaßen, dann kümmert man sich um die Kisten und man gewinnt das Spiel eigentlich in der Regel, wenn man so das grundsätzlich einmal durchschaut hat, nach 3-4 Partien am Stück, immer, außer wenn man mal doof würfelt, die Karten doof kommen, wirklich eine ganz doofe Kombination kommt. Dann verliert man mal eine Partie. Das wird im Schnitt so 20-30% der Partien betreffen, wo das passieren kann. Das ist zumindest so die Gewinn- und Verlustrate, die wir selbst hatten, die ich auch schon von anderen hatte. Und es macht aber grundsätzlich erstmal in jeder Partie das Gleiche. Ne? Da an dem grundsätzlichen Spielverlauf ändert sich wenig. Es ist dann aber ein Legacy-Spiel, das heißt, es sind Umschläge drin, die machen wir auf, dadurch verändern wir das Spiel. Aber auf so eine Art und Weise, dass ich euch jetzt ein Video, was ich auch noch tun werde, mit meiner Version machen kann, sodass quasi nichts gespoilert wird. Also man verändert schon so ein paar Spielmaterialien, aber so, dass man immer noch die grundsätzliche Anfangsvariation davon spielen kann. Und was das Spiel eben interessant macht, wodurch eben auch dieser Handy-Charme kommt, sind Achievements, die man hat. Am Anfang sind im Regelheft bestimmte Achievements, sowas wie gewinnt ein Spiel, indem ihr eine Aktion 2-mal in einer Runde gemacht habt, oder gewinnt ein Spiel, indem ihr die Zutaten nicht beliebig holt, sondern erst die Zutat, dann die Zutat, dann die Zutat, dann die Zutat. Das wird dadurch ein bisschen schwerer, weil man halt nicht gleich am Anfang gucken kann, wo ist es am besten, sondern schon das genau abhandeln muss. Und davon kommen auch im Spielverlauf immer mehr Achievements rein, die halt auch immer dafür sorgen, dass man sich schwierige Ausgangsbedingungen schaffen muss oder dass man mit Elementen, die später ins Spiel kommen, irgendwie arbeiten muss. Man kann sich das immer aussuchen. Das Spiel sagt immer, die Regeln sind optional, aber das triggert einen an diesem Spiel und das hält einen bei der Stange. Diese Achievements. Man will halt diese, was einen halt dazu treibt, dieses Spiel zu spielen, sind diese Achievements, dass man sagt, okay, jetzt versuchen wir mal das zu erreichen, jetzt versuchen wir mal das zu erreichen, jetzt versuchen wir mal das zu erreichen und ne, das klappt dann oder klappt nicht. Wie gesagt, man verliert auch ab und zu mal eine Partie, dann kriegt man aber trotzdem hinten so einen Hirnsticker auf diese Fortschrittsleiste. Man kommt also immer voran, aber
In den Partien selbst ändert sich halt wenig. Das Spiel selbst durchläuft eigentlich keine große Entwicklung. Und auch wirklich so von Partie zu Partie, klar, diese Legacy-Elemente, aber die grundsätzlichen Strategien, die wir eigentlich immer hatten, blieben die ganzen 25 Partien über die gleichen. Beziehungsweise nach 3-4 Partien ändert sich so ein zentrales Element, was das Spiel sogar noch leichter macht. Und das Spiel selbst ist, also ja, das hat sowas, wenn man das spielt, ne, dann will man das schaffen. Man hat auch so Dinge, über die man nachdenken kann, aber es hat wirklich ein super begrenzter Spielplan. Ne? Ein Feld in der Mitte, dann hat irgendwie an jeder Seite 2 Felder drumherum, dann noch die Eckfelder. Das ist immer ein sehr begrenzter Rahmen. Deswegen kann man halt schon mal sprechen, wo machen wir, okay, wie positionieren wir uns? Und manchmal ist es auch so, okay, es gibt jetzt keine optimale Entscheidung, wir stellen uns mal dahin, hoffen, dass wir gut würfeln, und wenn wir schlecht würfeln, haben wir halt Pech gehabt. Und dann macht man das Ganze halt so durch. Also das hatte schon so einen gewissen Charme, man kann da durchaus am Ball bleiben, und ich glaube auch, wenn man nicht 25 Partien an 2 Tagen spielt, sondern sich das aufteilt, hier mal so 3-4 Partien, hier mal so 3-4 Partien, hier mal so 3-4 Partien, dann ist das schon unterhaltsam. Ich kann mir aber auch tatsächlich vorstellen, dass viele von den Leuten, die mal so 2-3-4 Partien spielen und sagen, das ist ja irgendwie ganz unterhaltsam, da würde mich halt auch mal euer Feedback interessieren. Wenn ihr es halt auch wirklich mal selber spielt in Runden, die nicht aus Kinderrunden bestehen, wie hoch war da euer Incentive, das wirklich durchzuspielen? So einen Abend mal ein paar Partien, schön und gut, aber wenn man wirklich alle 25 Missionen mit diesem super einfachen Spielprinzip durchspielen, nur weil man diese Achievements triggern will. Also ich, gerade weil es so viele andere, auch auf der Nominierungsliste und Longlist und überhaupt im Jahrgang, es gab halt so viele andere Spiele, die es eher verdient hätten. Und ich hoffe einfach nur, dass es nur so eine ehrenhafte Erwähnung ist, dass es einfach für seine diversen Charaktere, die da drin sind, ausgezeichnet werden soll und halt so als Spiel, das cool ist für Spielereltern mit Kindern. Wenn das Spiel in diesem Jahrgang gewinnt, puh, das... Also es ist möglich, aber das wäre schon echt nicht so gut, wenn man so diesen Handy-Charme-Charakter in Spielen auch noch mit sowas dann auszeichnet. Pff, weil finde ich, ja, habe ich jetzt einmal durchgespielt, werde ich nicht nochmal spielen. Da werde ich selbst da keine weiteren Eindrücke zusammen. Deswegen seid ihr eben auch ganz wichtig, wenn ihr da schon auch Erfahrungen mit gemacht habt. Und klar, wie gesagt, für Runden, ne, Eltern mit Kindern wird das, glaube ich, super gut sein. Aber so Feedback aus reinen Erwachsenenrunden, das würde mich einfach super interessieren. Und jetzt habe ich auch schon eigentlich viel ausführlicher über das Spiel geredet, als ich drüber reden wollte. Ich werde nochmal ein Video machen, wo ich das alles wahrscheinlich nochmal erzählen werde, nur dass ihr dann eben auch das Gameplay einmal direkt seht. Aber das ist nach wie vor, da muss ich ja nachvollziehen, die können ja mit ihrem Preis machen, was sie wollen, aber bei den Alternativen, die es in dem Jahrgang gibt, echt super, super, super schade. Wie gesagt, als Kinderspiel vielleicht, dass man sagt, okay, ne, Kinderspiel primär halt nicht für Kinder unter sich, sondern für Kinder mit Eltern. Ich sag, mein Neffe ist da voll drin, also im ersten Teil. Wie gesagt, der zweite Teil ist schon ein bisschen knackiger, wobei man das auch immer rausnehmen kann. Das ist ja alles optional. Also, wie gesagt, da gerne, gerne euer Feedback zu. Also eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Erstmal gesagt, es wird noch ein Video von mir dazu geben. Ich hoffe, im Laufe der nächsten Woche. Und es haben ja auch viele schon den Livestream geguckt. Gut. Das war jetzt wahrscheinlich auch der längste Beitrag heute. Kommen wir mal zum nächsten Spiel. Und zwar das nächste Spiel ist Claim Kingdoms. Das haben wir auch schon mal im Gezockt gehabt bei 4 wollen doch nur spielen. Da hat Stefan drüber geredet. Ich habe mir das jetzt eben auch dann aus der Spieleburg ausgeliehen. Claim, der ja, Vorgänger davon, ist ja ein Stichspiel. Rein für 2 Personen mit so 2 Phasen, wo uns erstmal eine Kartenhand aufbauen. Danach die Karten runterspielen. Wir haben bestimmte Fraktionen im Spiel. Die haben halt an sich schon Effekt. Und am Ende wollen wir halt die Mehrheit bei einer bestimmten Anzahl an Aktionen haben, dann haben wir das Spiel gewonnen, und Stichspiele für 2 gibt es ja nicht so super viele. Da ist eben halt, ne, Claim eines von denen, die auch eigentlich ganz gut ankommen. Es ist schon schwächer als der Fuchs im Wald, aber ist auf jeden Fall erstmal so ganz schick, auch jetzt nichts groß kompliziertes oder so, da ist man relativ zügig drin. Und dann gibt es jetzt eben Claim Kingdoms, das ist ein Legespiel. Auch da haben wir wieder verschiedene Fraktionen. Ich kriege wie zum Beispiel bei Calico halt auch so 2 Plättchen auf die Hand, und dann kann ich mir halt eins davon aussuchen, das ich gerne aufspielen möchte. Ne? Eins liegt immer in der Mitte, und dann kann ich halt immer angreifen, meine Plättchen spielen, lege eines meiner Männchen da drauf, und dann wird halt am Ende auch geguckt, wenn es meinetwegen Ritter gibt. Da liegen irgendwie 7 Ritter aus oder so. Ich habe halt auch 5 davon meine Männchen, mein Mitspieler auf 2 davon seine Männchen, also habe ich die Mehrheit an diesen Rittern. Ich bekomme dann 9 Punkte dafür. Bei den Trollen wird irgendwie auch geguckt. Ich habe da irgendwie 3 Figuren drauf, der andere hat da 4 Figuren drauf, dann bekommt er die 7 Punkte dafür, und so werden halt am Ende die Punkte für die Fraktionen ausgerechnet. Also auch da wieder, wie im Stichspiel, die Mehrheiten.
Die Fraktionen selbst, die einzelnen Plättchen, haben aber auch noch immer irgendwelche Funktionen. Der Drache zum Beispiel ist wie das Kloster in Carcassonne. Wenn ich das den irgendwo hinlege, dann gucke ich, wie viele Plättchen liegen drumherum, so viele Punkte bekomme ich. Und wenn ich irgendwie ich habe die Fraktion nicht mehr genau im Kopf, die Trolle irgendwo hinspiele, dann kann ich halt da ein Männchen drauflegen und auf eine angrenzende Karte auch noch und mir dadurch halt vielleicht auch nochmal Mehrheiten holen. Dafür bekomme ich nur einen Punkt. Bei Zwergen gucke ich halt, wie viele Zwerge liegen in der gleichen Reihe und Spalte und bekomme dann pro Zwerg nochmal einen Punkt. Oder bei den Rittern, Kriegern, da kann ich irgendwie einen hinlegen, kann ich halt angrenzend Figuren beseitigen vor meinem Mitspieler und so auch wieder die Mehrheiten ändern. Und so hat halt jeder seine eigenen Regeln, seine eigenen Mechaniken, seine eigenen Wertungsvoraussetzungen. Es gibt auch da wieder so viele, ich weiß nicht, ich glaube 10 Fraktionen, von denen man immer 3 rauslässt. Das heißt, man kann sich das auch in jeder Partie neu zusammenstellen und es ist wirklich nur, ich habe die Plättchen auf Hand. Ich gucke, was habe ich, kann ich damit irgendwie Punkte machen, kann ich mir damit irgendwie Mehrheiten holen. Und das ist eben der Kniff, den dieses Spiel hat, dass ich zum einen natürlich gucke, kann ich das irgendwo hinlegen und damit richtig viele Punkte machen. Oder aber auch, kann ich das irgendwo hinlegen und dadurch vielleicht die Mehrheit irgendwo absichern, kann ich vielleicht meine Figuren, die davon stehen, schützen, dass die nicht von einem gegnerischen Krieger umgebracht werden können und ich dann halt da weniger Einfluss auf der jeweiligen Fraktion habe. Und das ist so das, was man abwägen muss. Es liegen auch da immer 3 Plättchen auf den Auslagen, wo ich mir eins so nehmen kann. Oder ich ziehe blind vom Stapel, weiß natürlich nicht, was ich bekomme. Und da spielt man halt so lange, bis einer alle seine Männchen weg hat. Und dann wird halt geguckt, wie viele Punkte haben wir gerade. Dann werden halt noch die ganzen Mehrheiten abgerechnet. Und dann wird geguckt, wer gewonnen hat. Wir haben heute 2 Partien gespielt. Einen habe ich verloren, einen habe ich gewonnen. Und das ist ein absolut grundsolides Legespiel mit Mehrheiten. Das hat halt diesen Claim-Charme, den fängt es schon sehr gut ein. Mir persönlich hat das sogar besser gefallen als das Stichspiel. Das fand ich so ein bisschen willkürlich. Ich glaube, da meinte Marcel auch vorhin, dass das Original-Claim auf Boardgame-Bewertung von 5, irgendwas hat. Das ist schon eigentlich echt nicht so gut, dafür, dass das Spiel jetzt auch schon ein paar Erweiterungen hat. Und vielleicht wird es dadurch auch besser und hat mittlerweile bessere Bewertungen. Aber schade ist, dass die Schachtel so super groß ist, weil da sind halt eigentlich nur diese Plättchen drin. Das hätte man so ein super cooles Reise-Mitnehmen-Format machen können. Jetzt hat man da trotzdem die große Schachtel dafür. Aber wenn ihr irgendwie einen Kakerlakensalat oder so habt, dann müssten da, glaube ich, sogar die Plättchen alle reinpassen. Dann könnt ihr es einfach mitnehmen. Habt ihr halt das Wertungstableau nicht, aber das kriegt man auch irgendwie anders hin. Und ja, das war auf jeden Fall im Rahmen der netten, kleinen, wirklich einfachen Spiele, die man mit jedem spielen kann. Kurzweiliges 2-Personen-Spiel, wo eine Partie in 15 Minuten durch ist. Ein grundsolides, schickes Spiel. Wenn ihr auch vielleicht Claim-Fans seid und sagt, na, mit so einem Lego-Aspekt, das würde mich schon interessieren. Vielleicht mögt ihr auch Carcassonne oder sowas, dann guckt euch Claim Kingdoms auf jeden Fall mal an. So, dann nochmal Cross Clues. Das haben wir ja beim letzten Montag mit Markus schon gespielt. Da habe ich auch im letzten Gezockt schon drüber geredet. Jetzt haben wir es nochmal zu dritt gespielt und auch nicht nur die normale, also ne, Cross Clues ist ja quasi so eine Codenames-Variante. Da liegen eben auch verschiedene Begriffe in einer Reihe und einer Spalte aus, jeweils oben drüber. Und dann gibt's halt immer irgendwie Schnittpunkte, mal irgendwie Banane mit Hut. Und dann habe ich irgendwie die Karte A3, die halt genau Banane mit Hut kreuzen würde. Also muss ich mir jetzt irgendeinen Begriff dazu ausdenken, mit dem meine Mitspieler, wir spielen voll kooperativ, wissen, dass ich damit das hier irgendwie meine. Also ich mal halt irgendeinen Begriff ausdenken, der dazu passt. Oder guckt euch da mal auch gerne den Livestream an. Der geht zwar ein bisschen länger, aber wir haben einfach viele Partien im Stück gespielt und man bekommt, glaube ich, bei diesem Spiel live gespielt den besten Eindruck davon, wie das Ganze funktioniert. Wir haben eben auch da erstmal mit der 4x4-Variante angefangen. Die ist relativ easy und die war auch so, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt irgendwie auch nichts Tolles. Aber dann haben wir danach auch die 5x5-Variante gespielt. Und wenn man die wirklich mit der Sanduhr spielt, selbst, dass man die Sanduhr 2x durchlaufen lässt, man also in 10 Minuten diese 5x5 Begriffe erklärt, dann ist das schon auch wirklich echt hart, echt eine Challenge, weil auch wenn ich irgendwie mal was, Begriffe auf der Hand habe und dann sage ich irgendwas, überlege mir irgendwas und dann wird falsch geraten, dann kommt das Ding raus. Was eben auch dazu führt, dass dieses Raster, normal, also auch in der kleinen Variante, wenn ich das richtig habe, füllt sich das halt so nach und nach und dann ist klar, okay, da sind nur noch 2 offene Felder, das hat jetzt irgendwie gar keinen Witz mehr. Aber gerade wenn man in der großen Version durch viele Möglichkeiten, weil vielleicht auch ähnliche Begriffe da sind, wenn man dann auch mal Begriffe rauskommen und das Raster am Ende nicht komplett gefüllt ist, dann ist das schon eine Challenge. Also ich habe davor, das Ding in der großen Variante mit 5x5 auf jeden Fall noch zu gewinnen. Vielleicht in 5 Minuten, ich weiß nicht, ob das möglich ist, gerne aber auch in 10 Minuten. Das Ding ist schon ein cooles Spiel. Wenn euch also so Spiele wie Codenames generell gefallen und ihr das eben auch voll kooperativ, ein bisschen schneller und kurzweiliger haben wollt, dann ist Cross Clues ein Top-Tipp. Spiele in dieser Art sind ja Cross Clues, Codenames, Decrypto. In der Reihenfolge, das ist auch so das Ranking, das ich denen geben würde. Cross Clues ist halt auch wieder sehr grundlegend, aber cool und einfach. Codenames dann schon interessanter und hat auch nicht zwingend weniger Downtime, weil auch bei Cross Clues sitze ich manchmal da und mir fällt
gar nichts ein, wie ich diese beiden Sachen miteinander verknüpfen kann. Mit ein bisschen Übung vielleicht schon, weiß ich nicht, muss ich noch häufiger spielen. Und Decrypto ist dann, ich will nicht sagen, das intellektuellste Spiel von denen, aber da muss man halt um so viele Ecken denken, man selber, und dann auch hoffen, dass die Mitspieler auch so um die Ecke denken, aber auch nicht zu weit, und muss auch genau verfolgen, was die Mitspieler so machen, und dann auch versuchen, irgendwie deren Wörter zu erraten. Also wie gesagt, alles drei richtig gute Spiele. Und wenn ihr jetzt wirklich viel Spieler seid und eben auch wirklich genau diese Art von Spielen steht, ist die Chance, dass euch Decrypto vielleicht am besten gefallen wird, auch schon da. Aber wenn ihr diese drei Spiele an einem Spieleabend mit Freunden spielen würdet, die nicht viel spielen, dann würden die, wenn die sich danach eins von diesen drei Spielen kaufen würden, sich wahrscheinlich zu 90% Cross-Clues kaufen, weil das ist halt schnell gespielt, super einfach erklärt, schnell verstanden, schnell runtergespielt. Ne, bei solchen Fragestellungen sind es ja meistens so die Spiele, die schnell erklärt sind, schnell auf den Tisch kommen, die sich Leute, die nicht ganz so viel spielen, auf jeden Fall holen würden. Also es wäre ein Spiel, das auf jeden Fall auch in Cuxhaven super gut ankommt, weil auch das ist ein Spiel, das könnte meine Mutter auch, ne, wenn sie irgendwie ein Treffen mit Freunden hat, einfach schnell auf den Tisch bringen, schnell erklären, da kann jeder sofort mitmachen. Da ist so ein Decrypto wahrscheinlich dann auch noch irgendwie zu kompliziert zu erklären, und deswegen ist das einfach auch ein echt gutes Spiel, das durchaus auch in der normalen Version, ne, kann das halt sein, wenn da vier Begriffe in einer Reihe oder Spalte liegen und drei davon schon genannt wurden. Gott, da muss ich mir gar keine Gedanken mehr machen zu der Kombination, wenn da irgendwie Herbst liegt und dann sage ich dann irgendwie Blätter und dann weiß jeder, okay, ne, das gehört irgendwie zu Herbst. Wie gesagt, auch da werde ich nochmal, wenn ich meine eigene Version hier habe, ein Rezensionsvideo zu machen, aber eigentlich das Live-Let's-Play-Video dazu ist eigentlich, glaube ich, super gut, um da einen Eindruck von zu bekommen. Guckt da doch mal rein. Das Video wird jetzt auf jeden Fall schon wieder viel länger, als ich eigentlich gedacht habe, aber es sind doch einfach coole und interessante Spiele, und da kommen noch einige Sachen, wo auf jeden Fall noch Redebedarf besteht, und also kommen wir dann doch direkt mal zum nächsten. Und zwar Flügelschlag Ozeanien. Das habe ich ja auch schon seit der letzten Messe hier rumliegen. Ich habe auch schon viel gehört, Nektar und neue Spielertableaus und so. Und habe es aber ewig nicht gespielt. Heute war Marcel da und der meinte, hey, will ich auch spielen. Das ist, ne, Nektar macht das Ganze auch noch viel besser und interessanter. Habe ich auch unterschiedliche Dinge zugehört. Weil es gibt halt diese, also ich gehe jetzt davon aus, dass ihr Flügelschlag schon kennt. Falls nicht, zum nächsten Video springen oder sich das Flügelschlag-Video angucken. Aber neben natürlich vielen neuen Vögeln aus Ozeanien ist halt dieser Nektar eine neue Ressourcenart. Das Grundlegende, was diese Erweiterung auszeichnet. Ne, die Würfel werden quasi ersetzt. Das heißt, die alten Würfel kann man eigentlich wegschmeißen. Man wird meistens durch die neue Version spielen. Und da ist halt auch gefühlt auf jeder zweiten Seite irgendwie so Nektar oder Nektar und irgendeine andere Ressource. Wobei, da könnt ihr mir auch gerne mal weiterhelfen. Warum sollte man jemals nicht einen Nektar nehmen? Weil der Nektar ist ja eine Joker-Ressource, die ich fast immer für andere Ressourcen ausgeben kann. Deswegen ist das eigentlich immer das, was ich wähle. Was auch dazu führt, dass so Sachen wie diese Kirschenbeeren, die es da gibt, die Ressource eigentlich auch kaum noch benötigt, ne, weil wenn da halt die Wahl auf dem Würfel ist, nehme ich halt in der Regel den Nektar, weil diesen Nektar kann ich einfach immer, ne, manche Vogelkarten brauchen eben auch den Nektar, dann kann ich den bezahlen, aber wenn jetzt irgendwie da Fisch und Mäuse irgendwie gefordert werden, Nagetiere, dann kann ich eben auch sagen, okay, habe ich nicht, aber ich habe Nektar, den gebe ich dann dafür aus. Den lege ich dann sogar in die jeweilige Reihe, wo ich den Vogel hingespielt habe. Da gibt es eben noch Mehrheiten, wer halt also am meisten Nektar in einer Reihe ausgespielt hat, bekommt dann noch 5 Punkte für, am zweitmeisten bekommt man nochmal 2 Punkte dafür. Es gibt natürlich auch neue Ziele, die da reinkommen, neue Wertungskarten, die man hat, eben neue Vögel mit nochmal neuen Effekten. Es gibt jetzt den beim Spielende-Effekt, ne? Wenn ich da 2-3 Vögel mit beim Spielende ausgespielt habe, kann ich da noch irgendwie Eier legen, Karten ziehen, mir noch irgendwie neue Bonuskarten holen oder. Und was auch noch sehr interessant und sehr neu ist, sind die Spielertableaus. Die sind auch neu gemacht. Zum einen an diesen Nektar angepasst, zum anderen gibt es in diesen Reihen jetzt eben auch noch ein paar mehr Optionen. Also teilweise die Futtertränke, die ausliegenden Karten. Da war oft so, okay, passt mir alles nicht, finde ich alles doof, dann ziehe ich mal blind vom Stapel. Jetzt hat man da eben auch noch zum Beispiel die Option, dass man sagt, okay, ich gebe irgendwie Nektar oder irgendwie ein Ei, ne, je nachdem welche Reihe, sind aber unterschiedliche Ressourcen, kann ich das halt ausgeben und kann einmal da die Auslage erneuern. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ne, habe ich jetzt nur eine Partie gespielt, auch nur mit den neuen Vogelkarten tatsächlich. Das ging auch ganz gut, war auch interessant. Was auch ganz spannend war, die Eierstrategie. Ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, ob ich jetzt nur mit Eiern irgendwie noch mehr Punkte machen könnte, wobei man auch generell auf den Feldern weniger Eier bekommt als im Basisspiel. Aber ich würde tatsächlich sagen, stand jetzt nach einer Partie, dass diese Erweiterung das Ganze schon bereichert. Dieser Nektar, den man bekommt, der ist auch am Ende einer Runde weg, sprich, den will man schon ausgeben. Und da kann man jetzt auch sagen, okay, ne, das wird ja auch so ein bisschen beliebig dann, weil ich einfach alles ausspielen kann, ja. Das nimmt so ein bisschen die Schärfe natürlich aus dem Spiel, bringt nochmal eine andere Ebene rein. Aber wenn wir ehrlich sind, was mir ja persönlich und ich glaube die meisten von euch auch an Flügelschlag am meisten Spaß macht, ist natürlich so ein Vogel aufspielen und dann eben auch diese Effekte triggern. Und wenn ich natürlich tendenziell weniger Züge drauf verschwenden muss, an Futter zu kommen, weil ich einfach oft auch das passende Futter habe, sondern viel mehr Karten ausspielen kann, dann diese ganzen Effekte triggern kann, dann macht das natürlich auch viel mehr Spaß, weil ich will ja diese Combo-Effekte auch gerne häufig auslösen.
das Sünde mal wieder auf den Tisch kommt. Da werde ich noch 2, 3, 4 Partien spielen, bevor ich mir wirklich ein endgültiges Urteil dazu bilde. Aber auch hier an euch natürlich gerne der Aufruf, weil Flügelschlag ist super beliebt. Die Erweiterung haben sicher mehr Leute gekauft, als von manch anderen Spielen überhaupt Exemplare verkauft wurden. Schreibt doch gerne mal unter das Video, wie so eure Erfahrungen damit sind. Sagt ihr, wow, Ozeanien, der Nektar, die neuen Tableaus, super gut, ich will nie wieder ohne spielen. Oder sagt ihr, ja, ganz nett, habe ich ein paar Mal gespielt, gibt mir aber nicht genug, ich spiele doch lieber einfach nur die normale Variante, was natürlich ein bisschen schade wäre, weil dann funktionieren die Vögel, die neuen, natürlich nicht mehr. Das heißt, man muss eigentlich schon damit spielen. Wie ist da so euer Eindruck? Sagt ihr Ozeanien top oder sagt ihr vielleicht auch, okay, Flügelschlag mit der Europaerweiterung, super gut, aber Ozeanien hat mir nicht gefallen oder, ne, also gerne euer Feedback, würde mich super interessieren. So, dann bis 20. Da haben wir gerade gestern Abend noch ein kurzes Live-Let's Play gemacht. Leider musste Marcel dann los und noch jemanden vom Bahnhof abholen. Deswegen war es wirklich nur ganz, ganz kurz. War ja auch auf der Longlist zum Spiel des Jahres und ist wirklich ein witziges Spiel, das wir in der Art natürlich schon ein paar Mal gesehen haben, aber macht es halt doch nochmal neu. Und zwar bis 20 heißt doch einfach nur, wir zählen hoch, ne? Alle Spieler der Reihe nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bis 20. Und wenn wir das fehlerfrei schaffen, dann ist gut, dann haben wir die Runde quasi gewonnen und gehen dann zur nächsten Runde über. Das wäre ja gar nicht so schwer. Am Anfang werden 2 Karten aufgedeckt, meinetwegen irgendwie die 8 und die 14. Und dann heißt das einfach, wenn die 8 kommt, sage ich 14, wenn die 14 kommt, sage ich 8. Das heißt, wir ziehen hoch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 9, 10, 11, 12, 13, 8 und dann halt bis 20 hoch, wenn wir das fehlerfrei schaffen, weil keiner Fehler macht, auch gut, ne? Wir verlieren keine Kristalle, haben wir alle Kristalle verloren, ist das Spiel zu Ende. Dann werden neue Karten aufgedeckt, dann wird irgendwie vielleicht gesagt, dass man jetzt irgendwie bei der 3 blau sagen muss. Und dann geht's halt los, ne? 1, 2 blau, 4, 5, 6, jetzt habe ich selbst die Zahlen vergessen natürlich, aber die Regeln aus der vorherigen Runde bleiben aktiv. Und wenn wir das halt geschafft haben, wenn wir Fehler machen, kommt ein Kristall weg, wenn nicht, ja, dann ist alles gut, wir behalten die Kristalle, dann werden mit einer neuen Karte, neue Zahl, mit einer neuen Aufgabe, dass man jetzt irgendwie schnipsen muss bei einer bestimmten Zahl. Und dann geht's wieder los. Und es bleiben alle Regeln in Kraft. Das heißt, das Schnipsen bleibt da, die vertauschten Zahlen bleiben da, dass wir irgendwie rot sagen müssen, bleibt da. Und dann spielen wir auch den Durchgang wieder. Dann werden wieder neue Kombinationen aufgedeckt. Es kommt irgendwas Neues dazu. Man kann den Schwierigkeitsgrad beliebig anpassen. So normal ist, glaube ich, dass man insgesamt 10 Aufgaben dazu nimmt. Man kann auch 20 Aufgaben dazu nehmen, dass man am Ende wirklich, ne, bei jeder einzelnen Zahl irgendwas Besonderes machen muss. Einmal die Zahl irgendwie vielleicht malen muss. Einmal muss man irgendwie abklatschen. Das ist witzig, gerade auch in der, also 3, 4, 5 Leute, das ist da, glaube ich, eine gute Runde für. Man kann das auch bis zu 8 Leuten spielen. Also wir hatten mega viel Spaß in beiden Runden. Wenn man sich das Spiel schwerer machen will, dann spielt man 2 Partien am Stück. Weil, ne, wenn ihr euch das, wenn ihr wirklich eine ganze Partie durchgezogen habt und habt 10 dieser Aufgabenkarten durch und habt das so im Kopf, dass ich bei 8 14 sage und bei 14 8 und dass ich irgendwie bei 13 Mu sage oder dass ich irgendwie die 17 singe. Und dann fangt ihr komplett bei Null an, kriegt neue Aufgabe, aber habt noch die ganzen anderen Sachen im Kopf und dann kommt vielleicht wieder das Singen und dann ist es irgendwie bei der 5. Und dann habt ihr vielleicht noch die 17 oder die 5 im Kopf und dann macht ihr es bei 5 richtig, seid bei der 17 dran und habt da noch gar keine neue Aufgabe. Ihr denkt aber noch anders aus der letzten Runde. Und wenn ihr es in ganz Hardcore haben wollt, dann spielt ihr da noch eine Partie und noch eine Partie. Das wird also immer schwerer. Das ist so schon eine krasse Konzentrationsaufgabe, die einfach witzig ist, weil es eben auch kooperativ ist, was auch vielleicht ein bisschen Druck erzeugt, wenn man nicht der sein will, der versagt. Aber es ist auch schon ein sehr lockeres Spiel. Man kann das auch gegeneinander spielen, aber also witzig. Einfach ein cooles Ding. Ob das jetzt ein Spiel ist, das man wirklich noch in 20 Jahren spielt, weiß ich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen, weil das einfach kurzweilig ist, gut ist und auch so als Absager kommen hier, oh, wir haben gerade was Tolles gespielt, wir haben noch ein bisschen Zeit, was spielen wir, und wenn irgendwer bis 20 auf den Tisch bringt, sagt man, okay, komm, den Spaß geben wir uns noch. Also wirklich ein tolles Ding, hat mich sehr begeistert, habe ich mir erst nicht angeguckt, aber bei den Spielen von den 3 Magier-Spielen, da lohnt es sich eigentlich immer einen Blick drauf zu werfen. Manche sind halt so, okay, aber viele davon sind noch wirklich Highlights und bis 20 gehört auf jeden Fall dazu. So, dann haben wir ja Beyond the Sun gespielt, da habt ihr ja vielleicht gesehen, dass wir das live gestreamt haben. Ich weiß, es gab ein paar viele Livestreams, manche Leute gucken da rein, manche nicht, dafür gibt es ja immer noch mal das Gezockt und dann auch bei nicht allen Spielen, aber bei manchen Spielen noch mal ein extra Rezensionsvideo danach, manchmal auch mit kompletter Erklärung, manchmal auch nur mit Fazit. Und Beyond the Sun ist für mich
eines der Top 2, Top 3 Spiele des aktuellen Jahres, von denen, die ich bisher gespielt habe, von den neuen Spielen aus diesem Jahr. Es ist wirklich richtig, richtig gut. Man könnte es auch Tech Tree das Spiel nennen, weil der Großteil dieses Spiels macht einfach so einen Technologiebaum aus, wo wir so mit rudimentären Technologien anfangen, die wir erforschen, wer dann halt als erstes eine Folgetechnologie davon erforscht, der darf sich halt dann irgendwie auf Technologien ziehen, die jetzt zu der entsprechenden Kategorie passen, bis zwei davon da sind, darf sich dann einen davon aussuchen, legt die dann dahin, die andere wird abgeworfen und dann gibt's halt die Level 3 Technologien. Dafür brauche ich meistens Fortschritte in zwei vorherigen Technologien vom Level 2 Baum, also muss ich die erst erforschen, um dann Level 3 zu erforschen und dann gibt's halt noch die Level 4 Technologien, die mir in der Regel Punkte für irgendwelche Dinge im Spiel bringen. Ne? Und also wer halt so Twilight Imperium und so mag, ne? Also so ein Tech Tree ist ja einfach auch mal cool, dazu Dinge zu erforschen, sich irgendwelche Vorteile freizuschalten, nur dass wir uns hier diesen Technologiebaum selber bauen. Und das an sich, können wir jetzt sagen, okay, ja, irgendwie nett, interessant, wer es braucht. Es gibt dann eben noch so einen Plan dazu, wo wir dann auf der Erde oder im Solsystem anfangen und dann gibt es noch verschiedene Planeten. Je nach Spielerzahl unterschiedlich viele. Bei 4 Spielern sind es halt noch 4 Planeten, die man kolonisieren kann. Insgesamt noch 3 andere Planeten, wo man auch dann selber Raumschiffe bauen kann, wenn man da die Mehrheit hat. Das heißt, da möchte ich auch gerne hinfliegen, möchte da die stärkste Flotte haben, möchte den Planeten in Terraformen, bekomme dafür dann den Planeten, bekomme dafür Punkte, bekomme dafür Spezialfähigkeiten, wenn ich diesen Planeten habe, dass ich mir zum Beispiel eine Level 2 Technologie nehmen kann, vor mich legen kann, die dann absolut privat exklusiv habe und auch, ne, es gibt so die grundlegenden Bereiche, wo ich einfach eine Raumschiffe bauen kann, irgendwo hinfliegen kann mit so einem Level 1 Raumschiff, vielleicht bin ich aber auch der Einzige, der so diesem Militärpfad gefolgt ist und dann kann ich halt super krasse Raumschiffe bauen und die anderen nicht. Das heißt, ich kann dann versuchen, mir da halt irgendwie Mehrheiten zu holen. Das heißt, ich kann dann mit dieser fortgeschrittenen Technologie gleich viel stärkere Raumschiffe bauen und mich damit auch gleich viel besser bewegen, als die Leute, die das nicht haben. Dafür haben andere vielleicht in dem Bereich geforscht, wo sie ihre Wirtschaft besser in Gang bekommen und immer mehr Ressourcen haben, immer mehr machen können. Das heißt, da ist den richtigen Weg zu finden. Das ist auch gerade bei, also es hat auch zu zweit funktioniert und Spaß gemacht. Das blüht natürlich mit 3 oder 4 Spielern auf, wenn es darum auf diesem Planeten eben auch wirklich Konkurrenzkampf gibt, man eben auch immer genau gucken muss, wann mache ich jetzt Forschung, wann sichere ich mir da irgendwas, versuche ich mir erst da viel zu sichern, weil die anderen mehr auf Forschung gehen und habe dadurch vielleicht viele Ressourcen freigeschaltet, weil ich diese ganzen Planeten kolonisiert habe. Und da so die Balance zu finden, das ist schon spannend, auch dass man halt, wenn man diesen Tech Tree voranbringt, kommen immer Ereignisse, die halt immer positiv sind, aber ich darf mir halt aussuchen, was da genau passiert in der Regel und das ist für mich hoffentlich immer schon ein bisschen besser als für die anderen Mitspieler. Und da so diese Balance zu finden aus diesem Raumbereich und halt diesem Tech Tree, das macht halt super viel Spaß. Und es gibt ja viele Spiele tatsächlich, also ich habe jetzt 3 Partien davon gespielt, aber es gibt ja viele Spiele, die versuchen, so ein Twilight Imperium Light zu sein, sag ich mal. Ne? Gleiches Spielgefühl in einer ähnlichen Zeit. Und natürlich fehlen hier Aspekte, die bei Twilight Imperium auch noch drin sind. Ne? Irgendwie dieses Handelssystem oder so. Aber dieser Tech Tree, alle, die Twilight Imperium lieben, die lieben, glaube ich, auch diesen Tech Tree da dran. Die lieben es eben auch, ne, ihre Raumflotten zu bauen, damit rumzufliegen. Und das sind so 2, finde ich, sehr, sehr coole Elemente aus Twilight Imperium, die hier eben aufgegriffen wurden und die mich wirklich, also egal was es ist, also Eclipse oder Eclipse hat sich für mich nie, auch nur ansatzweise nach einem Twilight Imperium angefühlt. Das ist ein ganz anderes Spiel. Geht da bloß nicht mit der Erwartung ran, dass ihr ein Twilight Imperium spielt. Aber es hat mich irgendwie doch schon ein bisschen gefühlt daran erinnert. Das bin wahrscheinlich auch nicht, da werden jetzt wahrscheinlich Leute sagen, sie widersprechen dem Ganzen, aber das ist ein richtig gutes Ding. Und auch die Partien waren sehr, sehr unterschiedlich. Also die eine Partie hat Marcel haushoch gewonnen, ohne dass er groß getaggt hat. Also wir haben uns am Anfang viel auf Taggen beschränkt, weil wir gesagt haben, okay, dann spielen wir Technologiebaum, da will man das natürlich machen, dann gewinnt man sicher. Und dann hat Marcel hat sich erstmal ganz viele Planeten gesichert, hat damit gleich seinen Wirtschaft in Gang gebracht und hat am Ende auch, er hat nur die Level 1 Technologien erforscht, hat damit halt immer geflogen, Raumschiff gebaut, geflogen und wir haben das halt nicht gemacht, erst zu spät, wo er schon einen krassen Vorteil hatte und da meinte dann auch ein Mitspieler so, das ist irgendwie doof, ein Spiel, wo es um Technologien geht, da sollte man dafür schon belohnt werden. Ja, aber wäre ja auch langweilig, wenn es immer nur danach gehen würde und man damit gewinnen kann, sondern dass es auch wirklich wichtig ist, zu gucken, was passiert hier auf dem Plan, was passiert hier, habe ich gerade Zeit, Technologien zu erforschen, muss ich mich lieber hier drauf konzentrieren, wie mache ich das, wie manage ich meine Ressourcen. Wirklich ein cooles Spiel. Ich persönlich finde, es ist hässlich wie die Nacht, weil es eben auch wirklich aussieht wie ein Technologiebaum. Das hat so seinen eigenen Charme, aber gut, ne, das können auch Leute finden irgendwie Terraforming Mars nicht hübsch oder sagen, Dune sieht langweilig aus. Ich finde, Dune im Vergleich ist wirklich ein sehr, sehr hübsches Spiel und hat, lebt dagegen im Vergleich schon, obwohl es einen Wüstenplaneten darstellt. Und es ist ein cooles Spiel. Wie gesagt, zu zweit hat es funktioniert, da kann man es gut kennenlernen.
tatsächlich vier Spieler ist, glaube ich, auch wirklich schon so der Sweet Spot, gerade wenn es auch alle kennen und man das relativ zügig spielen kann. Doof ist natürlich, dass eben auch nur, das ist, lies mich das Spiel, da stehen halt immer Texte auf den Karten drauf, auch teilweise mit Symbolen. Wenn man da natürlich über Kopf sitzt, ist es auch mal ein bisschen doof, das Ganze zu lesen, aber macht einfach super viel Spaß, hat keinen Solo-Modus bisher, den soll es, glaube ich, in der Erweiterung geben. Und das wird es auf jeden Fall noch hier auf dem Kanal geben, wahrscheinlich auch noch irgendwie ein, zwei Live-Partien. Ich werde da mal gucken, ob ich auch noch irgendwie ein Video dazu machen kann. Also wenn ihr generell so Sci-Fi-Spiele mögt und ihr halt auch sagt, ne, so Technologien erforschen, so, das finde ich super cool, dann guckt euch Beyond the Sun mal an. Das gibt es aktuell von Rio Grande Games auf Englisch. Das wird aber, ich vermute, im Laufe dieses Jahres auch noch auf Deutsch bei Strohmann Games, die auch gerade, ne, mit Fantastische Reiche für Kennerspiel des Jahres nominiert sind. Da soll das meines Wissens nach auf Deutsch rauskommen. Da, also wenn ihr mit Englisch kein Problem habt, holt euch die englische Version. Ansonsten lohnt es sich da auf jeden Fall auf die deutsche Version zu warten. Das ist für mich echt ein Highlight und ein absoluter Top-Tipp. So, dann ist Destinies ja endlich ausgeliefert worden. Die Spieleschmiede Kickstarter-Version. Auf Deutsch war es, glaube ich, die Spieleschmiede. Und das ist ja auch so ein Abenteuer-Rollenspiel ohne Dungeon Master, halt mit App-Unterstützung. Es läuft auf, also es gibt halt einen Spielplan, wo man halt so die Spielplanteile hinlegt, die Landschaft. Es gibt so Ausrüstungskarten, die man eben bekommt oder kaufen kann. Und es gibt eben auch so einen Track, den ich vor mir liegen habe, meinen Charakter quasi mit so Erfahrungspunkten, was auch ein ganz cooles System ist, das ich so noch nicht in anderen Spielen gesehen habe. Aber die ganze Story, alles läuft halt über App. Man kann das Ding nicht ohne App spielen. Was auch ganz interessant ist, natürlich kann man sagen, Apps irgendwie an Spieltischen finde ich doof, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn Tainted Grail einfach das Buch weggelassen hätte und ich das einfach alles im Tablet hätte, würde ich das viel cooler finden, weil man mit diesem großen Buch rumhantieren und ich muss es irgendwie weitergeben. So kann sich einfach jeder auch die App zur Not irgendwie aufs Handy machen oder hier geben wir halt das Handy drumherum und dann liest die einem halt alle, oder die liest ja nicht zu, aber die gibt einem halt die Infos, die man braucht. Man kann damit viel cooler interagieren. Da gibt es halt Leute, die sagen, finde ich doof. Ich denke aber, die Zukunft der Erzählspiele, dieser Dungeon-Rollenspiel-Leitspiele wird größtenteils über Apps laufen, weil es einfach viele, viele, viele Vorteile hat. Natürlich den Nachteil, dass es Leute gibt, die sagen, ich bin so viel am Rechner den ganzen Tag über und ich will einfach das nicht haben. Das hat man auf jeden Fall immer. Das Spiel selbst ist halt, ja, ich habe das ja auch im Chat mitbekommen, da waren viele Leute da, die es auch gespielt haben, die es gleich durchgesuchtet haben, die meinen, boah, voll toll, ich habe das morgens um 4 gespielt, interessante Story, wirklich irgendwie bringt mich toll voran. Ich habe die gleichen Probleme gesehen, die ich damals gesehen habe. Und zwar, es ist halt gegeneinander. Jeder Spieler, also wir fangen halt alle an, meinetwegen am Anfang in diesem Dorf und bekommen halt irgendwie, ne, einen Charakter, den wir uns aussuchen können. Das ist auch nur für 3 Spieler interessanterweise. Und wir haben dann so quasi 2 Aufgaben, von denen wir uns eine aussuchen können im Laufe des Spiels, die wir halt erfüllen müssen. Meinetwegen irgendwie 3 Freunde finden oder 2 seltene Tiere erlegen, die wir erstmal finden müssen, rausfinden müssen, wie müssen wir die erledigen. Das ist halt so das von meinem Charakter, meinetwegen der Jäger. Und die Hexe hat vielleicht ganz andere Ziele. Da wissen wir auch erstmal nicht, was die so für Ziele haben. Und dann laufen wir halt rum, entdecken diesen Spielplan, treffen da Charaktere, haben da irgendwelche Orte, mit denen wir interagieren können, mit denen wir reden können. Das läuft dann halt alles über die App. Und ich mache halt so, ne, meine, ich lauf entweder nach Osten, der andere läuft nach Westen, man findet da was, entdeckt irgendwas, handelt mit irgendwem, hat irgendwelche Erlebnisse. Und irgendwann hat man halt so sein Ziel dann erfüllt, rennt dann nochmal zurück ins Dorf, versucht da dann das große Finale zu schaffen und dann, wenn man das geschafft hat, hat man halt gewonnen. Und das ist so ein bisschen das Problem bei dem Spiel tatsächlich, wir haben das halt auch gespielt. Ich habe meinen Kram gemacht, bin rumgelaufen, habe manchmal irgendwie nichts gefunden, war irgendwie in der falschen Ecke oder habe irgendwas gebraucht, was ich noch nicht hatte. Und mein Mitspieler hat halt irgendwie da dann das Pferd gefunden, konnte es da dann direkt abgeben, was ich ihm netterweise vorher auch gesagt habe, hier, da ist die Stallung, ne? Also weil ich das einfach aufgedeckt habe, wusste, okay, dann muss ich da mit dem Pferd hin. Und ja, man hat, also ob man da jetzt wirklich auf dem richtigen Weg ist oder nicht, ist halt Zufall tatsächlich. Man will das ja auch nicht wiederholt spielen, weil dann kennt man die Geschichte tatsächlich schon. Und dann hat er halt gewonnen. Ich saß da und dachte mir so, ja, okay, schön, hast du jetzt gewonnen. Dann sagt die Story auch noch so, ja, die Hexe zog traurig von dann, weil sie es nicht geschafft hat. Da dachte ich, danke, konnte ich jetzt nichts für. Also das Spiel kann schon durchaus, denke ich, Spaß machen, wenn man es einfach solo spielt. Auch mit mehreren Leuten würde ich das einfach solo spielen, weil dann hat man dieses so, ja, du hast es jetzt nicht geschafft, weil du irgendwie falsch gelaufen bist, woher sollst du es auch wissen? Vielleicht gibt einem das Spiel subtil irgendwie Hinweise und man sollte die besser deuten können, das weiß ich nicht, aber den Eindruck hatte ich eigentlich nicht und wenn ich mir die Kommentare auf Boardgame durchgelesen habe, ist das auch nicht so. Vielleicht dann in der großen Kampagne, wobei da auch schon viele Leute gesagt haben, das ist eigentlich keine große Kampagne, das sind einfach auch
Abenteuer, die lose thematisch zusammenhängen, sich aber jetzt nicht so nach und nach aufbaut, wie das ja zum Beispiel bei Tainted Grail oder so der Fall ist. Und tatsächlich, wenn man das eben gespielt hat, dann kennt man halt die Geschichte. Man kann die vielleicht nochmal mit einem anderen Charakter spielen, aber ich würde es, wenn, also es interessiert mich schon auch noch, wie das abläuft. Also ich würde das, glaube ich, wenn Marcel mir das nochmal irgendwie aussagt, wo ich das vielleicht nochmal zugeschickt bekomme, würde ich tatsächlich solo mich einmal durch die Kampagne durchspielen, was ist schon gut gemacht. Und ich habe damit, dass das in der App drin ist, auch nicht so die großen Probleme. Aber dieses kompetitive Gegeneinander, wo jetzt auch manche Leute sagen, ja, du spielst auch in Ultra-Quest, da ist das ja auch so. Ja, klar, aber in Ultra-Quest, ich meine, steckt man so unfassbar viele Stunden rein. Da macht das Spielen an sich schon Spaß. Dieses Hochleveln, diese Gegenstände bekommen, die man wieder anwenden, diese Zufallsereignisse, da hat das also so viel Stunden Spielzeit. Und wenn das dann, also die allermeisten Leute, die Ultra-Quest spielen, werden das wahrscheinlich eh gar nicht zu Ende spielen. Das wird irgendwann versanden. Da gibt's, glaube ich, also könnt ihr mal schreiben, ob ihr auch zu denen gehört, die sagen, wenn wir Ultra-Quest spielen, dann spielen wir es immer komplett durch. Ob ihr sagt, hey, wir fangen das an, wir haben da 10, 20, 40, 50 Stunden Spaß mit und irgendwann hört das dann halt auf und wir fangen das vielleicht mal wieder an oder auch nicht. Oder wir spielen das wirklich alle 3 Monate mal, aber nur so peu à peu. Aber da macht das Spielen an sich schon einfach viel Spaß, dieses Hochleveln. Und wenn ich halt am Ende gewinne, weil ich als Erster diesen legendären Schatz finde oder so, dann ist das halt so. Dann denkt man halt, okay, fangen wir vielleicht nochmal neu an. Aber hier, dadurch, dass es eben auch dann so 2-3 Stunden Spielzeit sind, das fühlt sich für mich nicht gut an, nicht richtig an. Das ist ein bisschen schade, das habe ich aber damals schon gesagt, dass das ein Problem bei dem Spiel ist. Auch da an euch die Einladung, wenn ihr schon gespielt habt und da schon Erfahrung mitgemacht habt, dann schreibt das auch gerne unter die Kommentare. Und da eben auch ganz wichtig, das ist jetzt auch wieder nur ein Ersteindruck, basierend auf der ersten Einführungsmission, sage ich mal, und dem, was ich danach noch auf Board gelesen habe. Ich interessiere mich natürlich damals, was andere Leute so geschrieben haben, wie die also die Eindrücke waren, ob sich das auch mit meinen ersten Eindrücken deckt, ob viele Leute auch schreiben, naja, war bei ihnen am Anfang auch so und dann wurde es noch irgendwie anders. Dann weiß ich immer auch, ob ich noch Zeit in dieses Spiel investieren möchte oder nicht, weil es gibt ja auch einfach so viele hochkarätige und erstklassige Spiele. Wenn ein Spiel da nicht gleich beim ersten oder zweiten Mal überzeugt, dann warum soll ich denn da auch Zeit reinstecken, wenn es so viele andere Spiele gibt, die toller und besser sind. Also, wird noch wieder auf den Tisch kommen. Ich werde hoffentlich diese Kampagne durchspielen, weil man es eben auch gut solo machen kann, das gut mit der App machen kann, ich das auch gut streamen kann und man das, glaube ich, auch an 2 Nachmittagen hoffentlich durchgespielt hat. Und dann werde ich euch nochmal ein finaleres Fazit dazu geben, aber ich wette, es gibt schon Leute, die dieses Video gucken und das jetzt in die Kommentare schreiben können, wieso deren Erfahrungen waren. Ob die bestätigen, was ich sage, ob die sagen, nee, Ben, spiel's nochmal, du wirst andere Eindrücke haben oder ja, also einfach unten lesen, schreiben. Ich bin gespannt. So, ich bin jetzt halb durch und der Rohschnitt ist gerade bei ungefähr 50 Minuten, eine Stunde ungefähr. Das ist auch der Grund, warum es diese gezockt jetzt wieder ein bisschen häufiger geben wird, weil ich spiele jetzt so viel und es gibt über Spiele auch tatsächlich immer ein bisschen mehr zu sagen, als ich das so im Monatsrückblick dann machen kann. Weil da kommen dann wirklich auch eher meistens nur so die Tops und die Flops und die neuen auch immer eher ein bisschen komprimierter. Aber es gibt auch schon immer ein bisschen mehr zu den Spielen zu sagen und ja auch eben auch teilweise könntest du sagen, mach doch eine Rezension dazu. Ja, aber auch da, ne, ich kann nicht jedes Spiel irgendwie 30 Mal spielen und auch dann, wenn ich vielleicht nach irgendwie 3 Partien Ritzen so mache oder nach 8 Partien. Ich spiele manche Spiele nachher durchaus noch weiter. Die Eindrücke ändern sich. Bin auch immer sehr auf euer Feedback gespannt. Teilweise eben auch, bevor ich die Ritzen so mache, weil ich auch manchmal falschen Ansatz habe, vielleicht die Designphilosophie nicht verstehe oder einfach, dass auch in der Gruppe falsch angekommen ist. Und wenn ich dann von euch höre, hey, bei uns war das ganz anders, dann gibt einem das selbst ja auch mal eine neue Perspektive. Also da, ja, gibt halt viel zu erzählen. Beim nächsten Spiel wird es gar nicht so viel. Die verlorenen Ruinen von Arnak haben wir ja auch schon letzten Samstag gespielt, war auch schon im letzten gezockt drin. Ich habe es jetzt seitdem auch nicht wieder gespielt, aber es gibt die Solo-Kampagne dazu jetzt meines Wissens nach auf Englisch. Die dürfte dann auch nicht mehr so lange brauchen, bis sie auf Deutsch rauskommt. Aber wenn ihr eben Arnak auch gerne spielt und auch gerne Solo spielt und der Solo-Modus ist ja auch wirklich sehr, sehr gut, dann guckt euch da mal die Solo-Kampagne an. Die ist unterhaltsam, die hat ein Zuschauer von mir auch schon gespielt, der auch viel spielt, der das Spiel, glaube ich, auch durchaus mag. Und er meinte zwar, die spielt man halt irgendwie einmal, dann hat man die auch erlebt, dann muss man die nicht zwingend nochmal spielen. Kann ich nicht beurteilen, werde ich mir vielleicht nochmal angucken, muss ich mal schauen. Aber vielleicht hattet ihr es noch gar nicht auf dem Schirm, dass es die jetzt gibt und ihr habt mit Englisch erstmal keine Probleme. Oder wisst, okay, ich guck mal beim Heidelberg Verlag, wann das da auf Deutsch rauskommt. Daher der Beitrag zu Arnak jetzt auch nur ganz kurz. Aber das wollte ich noch raushauen, haben sicher schon viele mitbekommen, aber bestimmt noch nicht alle. So, dann Meadow. Das ist ja bei Asmodee erschienen, war jetzt diese Woche in der Spieleburg. Wir haben das dann auch direkt gespielt, eine Partie zu dritt. Und also wenn man sich auch das Cover anguckt, das meinte Markus auch, wenn man mal so zurückdenkt, ja, früher beim Zahnarzt in der Kinderecke, da lagen auch immer so Bücher rum, auch oft mal so Tierbücher und die waren auch ungefähr so in dem Stil gemalt. Und manche Leute sagen, das ist super, super hübsch.
Es hat seinen Charme auf jeden Fall. Alle Karten im Spiel sind einzigartig illustriert. Und es ist halt auch so ein Set-Sammel-, Symbol-Sammel-Spiel. Wenn ihr mal Quadropolis gespielt habt, davon hat das auch Elemente. Es gibt so Karten, die ausliegen. Und jeder Spieler hat so Marker, die man halt so in diesen Spielplan reinstecken kann. Und die haben halt Zahlen von 1 bis 4 und Joker drauf. Und wenn ich jetzt hier irgendwie rechts die 2 reinstecke in der zweiten Spalte, darf ich mir da die zweite Karte von rechts nehmen. Oder wenn ich danach dran bin und ich stecke irgendwie die 4 unten rein, darf ich mir die vierte Karte in der Spalte nehmen, also 4 davon weg. Und so hat man am Anfang natürlich als Startspiel alle Optionen und so nach und nach werden das natürlich weniger Optionen, wo man sich halt diese Karten nehmen kann, die man braucht. Plus es gibt noch einen anderen Spielplan, wo man dann die andere Seite dieser Marker reinstecken kann und dann kann man Aktionen aufspielen, dass man nicht nur eine Karte aufspielen darf, sondern auch irgendwie zwei oder sich eine beliebige Karte nehmen kann oder sich so Wandermarker nehmen kann, die man braucht, um bestimmte andere Karten auszuspielen. Das heißt, man muss auch immer die Abwägung treffen, welche meiner Marker benutze ich jetzt, um mir welche Karte zu holen und wo möchte ich vielleicht auch die Aktion nutzen können, kann mir da aber nicht die entsprechende Karte nehmen. Ja, schon so, sag ich mal, auf gutem Kennerniveau vom Komplexitätsgrad her. Also viel mehr ist da auch nicht drin tatsächlich. Aber das ist schon nicht uninteressant. Was dann halt so das Grundelement des Spiels ist, auf diesen Karten sind halt Symbole drauf. Und zwar erstmal grundlegend Lebensräume. Das sind irgendwie Wald, Wiese, Fluss oder was auch immer. Geröll, Gebirge. Und dann gibt es dann noch andere Karten, die ich halt auch aufspielen kann. Aber die wollen halt einen bestimmten Lebensraum haben. Und irgendwie, um den Schmetterling auszuspielen, muss ich erstmal die Larve aufspielen und die Larve muss halt irgendwie im Wald oder in der Wiese sein. Und dann baue ich halt, lege ich ja nach und nach diese Karten aus, die ja bestimmte Symbole zeigen. Andere Karten, die da mehr Punkte bringen, brauchen wieder eine andere bestimmte Kombination an Symbolen und ich hoffe halt, dass die Karten da ausliegen, die ich brauche. Ich hoffe, dass sie aufgedeckt werden. Ich hoffe, dass die nächste Runde kommen. Und ich muss dann immer managen, ne? Welche Karten spiele ich jetzt aus? Wo spiele ich die hin? Welche Symbole überdecke ich durchs Aufspielen? Was kann ich mir dafür freischalten? Bringt mir das irgendwie einen Vorteil? Ja, so wirklich so eine Art Set-Sammelspiel auf so zwei Ebenen mit diesen zwei Spielplänen. Da haben wir auch schon Live-Let's Play gemacht. Das könnt ihr euch auch mal angucken. Das werde ich auch zugeschickt bekommen. Und dann werde ich euch da auch noch mal ein Video zu machen. Ist ein Spiel, wo ich sagen würde, das macht jetzt nicht viel falsch tatsächlich. Ob das jetzt super viel richtig macht, weiß ich nicht. Ich glaube, das findet schon auf jeden Fall seine Zielgruppe. Das ist nett. Ich glaube, wenn da ein paar Leute reingucken, das Artwork wird sich schon anmachen. Das Spiel halt, ne, wenn ihr sagt, so das klassische Kennerspiel ist genau meins. Es muss jetzt nicht das total verzahnte Expertenspiel sein, sondern halt nur so ein bisschen gucken, die Karten sammeln, hoffen, dass die richtigen Karten kommen. Und wenn es nicht kommt, dann kann ich es halt auch immer aufs Glück schieben. Da kann Meadow schon ganz nett für sein. In meiner Spielesammlung wird das auf jeden Fall nicht dauerhaft landen, aber ich werde da vielleicht auch mal den Solo-Modus ausprobieren, den hat das Spiel nämlich auch, und dann nochmal so 2-3 Partien spielen und euch dann halt auch eine fundierte Rezension dazu machen und das ist zu Meadow. So, dann ein ganz alter Klassiker und zwar Pirates of the Spanish Main heißt es auf Englisch. Piraten der spanischen Meere. Da hat mir Flo irgendwie an einem unserer letzten Spieleabende erzählt, als wir, ich glaube, auch KDM gespielt haben. Und ich kannte das halt nicht und dann haben wir halt neulich auch KDM wieder gespielt und dann waren wir auch irgendwie durch damit und meinten so, ja, okay, wir hätten irgendwie noch ein bisschen Zeit. Und dann meinte er, komm, ich habe noch was mitgebracht und hat halt dieses Piraten der spanischen Meere mitgebracht. Und ich wette, das habe ich auch in den Kommentaren zu dem Livestream gesehen, die werden ja mal selten kommentiert tatsächlich. Manche von euch werden das kennen, viele so wie ich überhaupt gar nicht, gerade wenn ihr frischer am Hobby seid. Piraten der Spanischen Meere ist so aus dem Jahr, ich glaube 2005 bis 2007, 2008, das gab es ein paar Jahre lang. Das waren so Booster Packs, wie Magic-Karten im Prinzip, nur dass da keine wirklichen Spielkarten drin waren, sondern so Schiffe zum Aufstanzen aus so einer Art Plastik. Und die konnte man dann so zusammenstecken, so den Rumpf, das Deck drauf und dann so Masten rein. Und dann konnte es eben auch noch verschiedene Charaktere geben, so Dublonen, ne, Landschaften, Inseln. Und da hat man sich einfach so ein Pack gekauft, wo halt immer zwei Schiffe drin waren. Und dann hat man sich halt mehrere davon geholt, hatte ganz viele Schiffe aus 4, 5 unterschiedlichen Nationen. Konnte dann schon gleich mit dem Grundpack spielen, wo in der Regel immer zwei Schiffe drin waren. Und dann geht es halt einfach darum, dass man halt diese Schiffe, ne, man legt die Inseln hin, verteilt da Dublonen drauf geheim. Und ne, dann fährt man halt zu diesen Inseln hin, lädt da dann die Dublonen ein, fährt zu seiner Heimatinsel, lädt die aus, kann unterwegs noch irgendwie vielleicht versuchen, Schiffe abzufangen und die dann zu beschießen oder die auch irgendwie zu rammen und dann zu versenken und dann abzuschleppen und dann zum eigenen Schiff zu machen. Und da hat man auch eher noch so ein Punktesystem, wie man das auch von X-Wing zum Beispiel kennt, dass man sagt, okay, wir spielen jetzt hier
hier mit 30 Punkten, dann nehme ich mir das Schiff und das Schiff rein und dann vielleicht noch das Besatzungsmitglied und das Besatzungsmitglied. Die haben alle noch eigene Fähigkeiten, die aber auch wieder Laderaum verbrauchen. Und dann muss man mal gucken, wie kombiniere ich mir das zusammen. Wir haben nur die grundlegende Version gespielt, da soll es noch viel, viel mehr dann hinterher tatsächlich geben. Aber das fand ich ganz charmant, dass es wirklich einfach so Booster-Packs waren mit diesen Schiffen drin. Das ist ein bisschen, wie gesagt, der Vorläufer von X-Wing, halt eine viel günstigere Version, also wo man halt sagt, okay, wenn ich mir X-Wing das Grundspiel kaufe, habe ich halt irgendwie, ich glaube, einen X-Wing und zwei TIE Fighter oder so, da war nicht so wirklich viel drin und zahle da halt irgendwie gleich 35 Euro für. Hier habe ich halt irgendwie für, weiß nicht, 5 Euro so ein Pack, wo ich auch zwei Schiffe habe und dann auch gleich spielen kann. Ist natürlich viel rudimentärer, aber auch witzig und spaßig, also ein cooles Piratenspiel. Und ich habe das dann auch schon auf eBay mir gleich angeguckt, wo auch Leute so für irgendwie 100 Euro so, weiß nicht, 200 Schiffe verkauft haben. Das ist ein witziges Ding. Da finde ich fast schade, dass es das heute nicht mehr gibt und man das eben nur noch auf dem Gebrauchtmarkt bekommen kann. Aber da kann man es immer noch bekommen. Da wird man bei eBay Kleinanzeigen auch immer wieder wahrscheinlich irgendwelche Angebote finden, wo man dann so ein paar Schiffe bekommt. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Also ich denke, das wird Flo auch nochmal mitbringen. Das werden wir auch nochmal spielen. Ich bin auch gespannt, was noch so in anderen Spielmodi drin ist. Wir haben, glaube ich, auf 30 Punkte gespielt. Man kann auch irgendwie, glaube ich, 90 Punkte machen. Dann kann man sich halt fette Schiffe da reinholen, viel mehr Schiffe oder auch krassere Besatzungsmitglieder oder vielleicht so ein Schiff machen, das irgendwie vollgepackt ist, nur mit coolen Besatzungsmitgliedern, wo man rumfahren kann. Also wenn man da was überhaupt nicht Komplexes, einfach solides, tolles sucht, dann guckt euch dieses Piraten der spanischen Meere mal an. Ich muss noch überlegen, ob ich das auch haben will oder nicht. Und dann, bevor ich dieses Video veröffentliche, dann nochmal auf eBay Kleinanzeigen gucken. Aber wie gesagt, ich denke, da wird es immer mal wieder Leute geben, die ihre alte Sammlung verkaufen. Aber auch viele, das haben auch in den Kommentaren viele geschrieben, die das haben und auch so aus Nostalgiegründen behalten, weil sie auch sagen, das ist ein cooles Spiel, ein spaßiges Spiel. Das können sie auch gut mit ihren Kids spielen. Also auch ne, mit Max, wenn der auch ein, zwei Jahre noch oder ja, jetzt noch nicht, aber wahrscheinlich so in zwei Jahren oder so spätestens, könnte man das mit dem auch gut spielen. Und auch gerade so mit Kindern muss es ja auch nicht immer so ein riesen komplexes Ding sein. Da kann es auch so was ganz Einfaches sein. Also wenn ihr auch zu denen gehört, die das früher gespielt haben und kennen und auch vielleicht noch zu Hause haben, schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Würde mich wirklich mal interessieren. Ist ein cooles Ding. So, dann haben wir heute Abend gerade wieder eine Partie Rift Force gespielt. Fand ich auch sehr überraschend und sehr cool, dass das beim Spiel des Jahres auf der Longlist aufgetaucht ist. Auch da wieder die Frage, warum Zombie-Teams, warum kein Rift Force? Viel cooleres Spiel. Viel mehr Tiefgang und auch einfach ein cooles Ding. Ich weiß nicht mehr, ob es vielleicht auf der Kennerliste war, aber das hat auch durchaus eine Nominierung verdient gehabt, aber war eben auch schon eine tolle Sache, auch ein großer Erfolg für den jungen Verlag, dass das Spiel eben auch auf dieser berühmten Liste aufgetaucht ist und nicht nur bei irgendwelchen YouTubern und Bloggern. Und ein Zwei-Personen-Spiel, bei dem es halt so 10 Gilden gibt. Wir mischen die, einen davon kommt raus, wir suchen uns abwechselnd eine aus, die letzte kommt auch raus. Und dann wird 4 Gilden, das heißt, das sind immer Karten, wo alle Karten dieser Gilde die gleiche Spezialfähigkeit haben. Das heißt, wir haben halt 4 verschiedene Spezialfähigkeiten, die man immer wieder in jeder Partie neu kombiniert. Und es gibt auch keine Erweiterungen dafür, keine Extra-Packs, die man sich holen muss. Man hat einfach da, ich hab's jetzt nicht im Kopf, aber es sind so wahrscheinlich 200.000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, die man haben kann. Muss dann halt immer überlegen, okay, ne, welche Karte spiele ich aus, welche Karten aktiviere ich, kann halt immer, wenn man Karten ausspielt, entweder Karten der gleichen Art an einen Ort spielen oder benachbart an drei Orte oder Karten der gleichen Zahl, um die dann zu aktivieren, brauche ich auch wieder eine Zahl, um bis zu drei Karten dieser Zahl zu aktivieren oder halt ein Element, um dann Karten dieses Elements zu aktivieren und muss dann immer genau zurechtpuzzeln, wie benutze ich die Spezialfähigkeiten meiner Charaktere, um die gegnerischen Charaktere kaputt zu machen, dafür dieses Rift Force, die Währung des Spiels zu bekommen. Wer davon zuerst 12 gesammelt hat, der hat das Ganze gewonnen. Einfach ein cooles Spiel, wo auch die ersten, also nach den ersten Partien fand ich es auch noch ein bisschen so, ja, weiß nicht, ob das so meins ist, aber ich habe mich doch einmal Nachmittag mit Stefan hingesetzt und wir haben 3, 4, 5 Partien am Stück gespielt und man merkt wirklich auch so von Partie zu Partie, wie man besser wird, wie man interessantere Entscheidungen trifft, wie man auch noch mehr Möglichkeiten sieht, wie man, und man versucht in meinem Kopf dieses Puzzle zu lösen, wie kriege ich es hin, den Gegner irgendwie Platz zu machen, mich selbst irgendwie vielleicht sogar zu beschützen, die Fähigkeiten meiner Charaktere gut einzusetzen, also es gibt ja von diesen Spielen, wo sich zwei Leute duellieren, wirklich super viele Spiele. Das ist halt ein Spiel mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, mit super einfachen Regeln. Es gibt 3 Aktionsmöglichkeiten. Jede Aktionsmöglichkeit hat eine eigene Karte, wo die nochmal drauf erklärt ist. Und das hat man auch super schnell gelernt. Die Fähigkeiten der Karten oder der Gilden stehen nicht auf den Karten selbst drauf. Da sieht man nur das Artwork drauf, sondern jeweils auf der Gildenkarte, die dann oben ausliegen. Sprich, ich kann immer jetzt gucken, was können meine Charaktere und was können die vom Gegner. Muss da also auch nicht immer mühsam die Karten umdrehen. Da stimmt einfach vieles. Das ist gut gemacht und ein schönes, empfehlenswertes Spiel. Wenn ihr so ein tolles Duellspiel für 2 Personen sucht, wo ihr nicht unendlich viel Geld reinstecken müsst, was interessant ist, bei trotzdem
relativ einfachem Regelwerk, dann guckt euch Rift Force auf jeden Fall mal an. So, dann haben wir heute Atlantis Rising gespielt von Skellig Games, jetzt auf Deutsch endlich rausgekommen, die zweite Edition. Da habe ich ja schon die englische Version von letztes Jahr im Herbst gespielt und habe das danach auch so ein bisschen verfolgt. Das ist jetzt nicht so ein mega Hype-Spiel, aber so ein Spiel, das überall mal wieder auftaucht, wo man auch immer wieder von hört, wo Leute sagen, oh, Atlantis Rising, voll toll und super. Und ich habe das damals gespielt. Dann wollte das halt mal Sales irgendwie unbedingt spielen. Ich meinte, ja, Board Game Week, ganz gute Bewertung. Können wir spielen, wenn du das irgendwie hast? Ich so, ja, kann ich irgendwie mal gucken, ob ich das organisieren kann. Und habe aber auch gesagt, du, das ist so jetzt kein schlechtes Spiel und das hat auf Board bestimmt auch ganz ordentliche Bewertungen. Das ist so 0815 gut. Das ist so ein bisschen, hatte ich auch heute den Eindruck, so Pandemie kombiniert mit Stone Age, so grob, ne? Also Mechaniken sind schon unterschiedlich. Und Marcel ist ja auch so, das ist auch oftmals, ne, schon für sich für meine Meinung interessiert, aber dann auch oftmals sagt, okay, fandst du jetzt nicht so gut, ich finde das doch irgendwie schon ganz gut und für meine Spielerunden könnte ich mir das vorstellen. Und nach der Partie habe ich dann auch gefragt, so, weißt du jetzt, was ich meinte, als ich das gesagt habe, 0815 gut, halt schon so nett, aber nichts für uns. Ich meinte ja auf jeden Fall, weil das ist halt wirklich ein kooperatives Worker-Placement-Spiel. Wir haben halt Atlantis, diese Insel. Davon gehen so Halbinseln strahlenförmig aus. Und wir müssen halt im Spielverlauf Ressourcen sammeln, um so ein Dimensionsportal zusammenzubauen, da irgendwie so 9 Elemente bauen, dann das Portal selbst, dann haben wir das Spiel gewonnen, bevor diese Insel untergegangen ist. Wir haben dazu Arbeiter, die wir halt auf verschiedene Felder auf der Insel setzen können. Danach ziehen wir so Schicksalskarten, die halt verschiedenste Effekte haben können, unter anderem, dass Teile der Insel untergehen, dann dreht man mal die hinteren Plättchen quasi um und ne, so nach und nach gehen die Aktionsfelder weg. Wenn das dann halt abgehandelt wurde, dann handeln wir diese Aktionsfelder ab, sprich, wenn wir auf dem Feld stehen, würfeln wir und wenn wir halt den Zielwert erreichen, bekommen wir die Ressource oder wir können Ressourcen umtauschen, wenn wir sie haben oder wir können Karten ziehen. Ne, wir können auch teilweise Energiemarker bekommen, wo wir halt dann mehr Karten behalten können oder wo wir das Würfelergebnis erhöhen können und Karten, die wir bekommen, das sind so Einmaleffekte, die gut für uns sind oder dauerhafte Effekte, wobei wir nur 4 Karten haben können und man muss dann gucken, was brauchen wir an Ressourcen, um diese Dimensionsportale zu bauen, wie wandeln wir die ineinander um und auch, dass wir das Bauen hinkriegen, dass wir versuchen, auch wirklich jede Runde 1 oder 2 Elemente zu bauen, damit uns da hinten raus nicht die Luft ausgeht und das ist also ein Spiel, das funktioniert. Ich habe damals den Eindruck gehabt, dass das Spiel von Partie zu Partie jetzt nicht so unfassbar viel Abwechslung bietet. Klar, welcher Inselarm quasi zuerst untergeht, ne, wenn irgendwie das Gold mal schneller weg ist, muss man gucken, dass man das irgendwie schnell bekommt. Dann kann man auch mehr Karten reinmischen, die einem das ein bisschen schwerer machen, diesen Progress quasi schneller machen für das Spiel. Aber das ist halt wirklich so, es fühlt sich sehr, sehr nach Pandemie an. Das ist, ich würde mal sagen, Pandemie plus vom Anspruchsgrad her. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die sagen, hey, kooperative Spiele mag ich, ich mag Pandemie, mich reizt auch das mit diesen Würfeln da drin, dann ist das ein Spiel, das ihr euch mal angucken könnt. Wenn ihr wie ich zu den Leuten gehört, die sich sagen, so Pandemie-Spiele haben sie wirklich schon genug in ihrem Leben gespielt, da muss es schon wirklich, also es gab ja zum Beispiel dieses Black Orchestra. Das hat nochmal eins draufgesetzt, ne? Natürlich auch schwieriges Thema, aber auch gut umgesetzt einfach thematisch. Und das war gut, da würde ich sagen, Pandemiesystem gut integriert, gut erweitert. Und es gibt ja auch ein Arkham Horror Fight tatsächlich vom Living Card Game, wo auch so eine Pandemie-Mechanik drin ist. Aber das Ding hier auch, das kann in den richtigen Runden auf jeden Fall Spaß machen. Mich und meine Spielerunden holt das auf jeden Fall nicht mehr ab. Deswegen würde ich, also das ist, wenn ihr wisst, was ihr euch kauft, nicht auf jeden Fall kein Fehlkauf, aber hört dann nicht nur auf den Hype und oh, tolles Spiel oder so. Guckt euch da wirklich mal Let's Plays zu an, guckt euch da Rezensionen zu an. Das ist ein Spiel, das für mich persönlich auf jeden Fall relativ schnell den Reiz wieder verliert. Und das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich sagen würde, try before buy. Das ist so schon so Kenner-Level, aber ja, hat mich noch nicht so überzeugt und wird vielleicht mal wieder auf den Tisch kommen, mal gucken. So, apropos nicht überzeugt, Red Rising war ja in meiner Vorschauliste für 2021 in den Top 10. Da habe ich mich sehr drauf gefreut, weil ich Fantastische Reiche sehr, sehr gerne mag. Und Red Rising, da hat der Autor auch vorne das Buch geschrieben. Red Rising ist eine seiner Lieblingsbuchserien. Er hat auch den Autor angeschrieben, wegen Rechten an das als Spiel umzusetzen. Und es hat irgendwie erst nicht geklappt. Und er wusste auch nicht ganz wie und hat viel ausprobiert. Es hat nicht funktioniert und war alles nicht so toll. Und dann hat er Fantastische Reiche gespielt. Und das war für ihn so ein Aha-Moment, wo er meinte, okay, mit den grundsätzlichen Mechaniken,
da kann ich das Spiel umsetzen. Das finde ich auch ganz cool, dass er das auch wirklich so reingeschrieben hat, sich damit quasi auch beim Autor von Fantastische Reiche bedankt hat. Und dann hat er halt Red Rising auch die Rechte an dem Spiel quasi bekommen, das machen zu dürfen, und hat dann eben das Spiel entwickelt. Und ich fand ja auch ganz reizvoll daran, dass es eben diese Fantastische Reiche-Mechanik hat. Ne? Ich habe Karten auf der Hand, die irgendwie interagieren, die halt dafür sorgen, wenn du die und die Karten in der Kombination hast, bekommst du Punkte oder Minuspunkte und musst irgendwie versuchen, das irgendwie alles auszugleichen. Und dann hat es halt noch so ein Spielbrett, wo ich halt die Karten irgendwie ablege oder so. Wie das genau funktioniert, wusste ich nicht. Und dann bekommt man dafür noch irgendwelche Vorteile, Ressourcen, war alles noch so ein bisschen schwammig. Und jetzt haben wir das gespielt und haben jetzt 3 Partien gespielt und fanden das eigentlich immer schlecht, nicht gut, nicht unterhaltsam. Ich möchte damit nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber also ich versuche noch den Designansatz dahinter zu verstehen. Und ich weiß nicht, wenn ihr es geschrieben habt, schreibt auch gerne mal, wie ihr das so gefunden habt. Es hat mich so ein bisschen an Oath tatsächlich erinnert, was vielleicht auch schon einige von euch gespielt haben. Bei Fantastische Reiche ist es ja so, dass wir halt immer Karten ziehen, Karten nehmen, die irgendwie kombinieren, neue Karten ziehen, auf neue Karten hoffen. Bei Red Rising kommen auch ab und zu mal neue Karten ins Spiel. Jeder hat 5 Karten am Anfang auf der Hand und dann liegen halt auf diesem Spielplan, das ist halt 4 verschiedene Orte, und da liegen auch jeweils immer 2 Karten aus. Und in der Regel nehme ich halt eine von meinen Handkarten, lege die ab, guck, ob die dann einen Effekt auf der Karte hat, der getriggert wird, wenn ich die Karte ablege, wenn ich sie deploye, und dann nehme ich mir von einem anderen Ort die Karte und bekomme dann den Vorteil. Sprich, ich kann auf so einer Punkteleiste vorangehen, wo ich immer mehr Punkte bekomme, je weiter ich vorankomme. Ich kann mir so Kristalle nehmen, die jeweils 3 Punkte wert sind, oder ich kann im Institut so Einflussmarker hinlegen, wo einfach, wenn ich da am meisten Marker liegen habe, ist jeder 4 Punkte wert, ansonsten 2 Punkte und beim dritten irgendwie nur 1 Punkt wert. Und das sind so die Sachen, die diese Plätze machen. Und die haben auch tatsächlich mit den Karten gar nicht so viel zu tun. Das sind halt die Bedingungen, die das Spielende voranbringen und die mir Punkte bringen. Sobald ich in 2 von diesen Bereichen auf 7 bin, sprich 7 Einfluss im Institut habe, 7 Heliummarker gesammelt habe oder 7 Schritte auf dieser Punkteleiste vorangegangen bin, dann ist das Spiel zu Ende. Oder ich glaube, sobald halt alle Spieler irgendwie in Kombination 7 bei allen 3 Sachen erreicht haben, dann ist das Spiel auch zu Ende. Und gesagt, da liegen am Anfang 2 Karten an jedem Ort. Ich habe meine Handkarten und diese Karten, das sind halt die so zirkulieren. Das heißt, meine Handkarten lege ich einen ab, nehme mir eine neue Karte, das machen die anderen Spieler auch, dann liegen da neue Karten, die abgelegt haben. Dann habe ich vielleicht auch so eine genommene Karte, lege die auch wieder ab, um den Effekt zu nutzen, um dann damit irgendwas machen zu können, um irgendwelche anderen Karten nehmen zu können. Aber es zirkulieren größtenteils nur diese Karten durch. Es kommen halt auch ab und zu mal neue Karten ins Spiel. Je nachdem, welche Karten man hat, kann das mehr oder häufiger sein. Aber man muss halt mit diesem Framework an Karten größtenteils leben und gucken, wie hole ich da das Beste raus für diese Partie. Und das ist ja bei Aus ähnlich. Da spielen wir auch diese Karten aus, diese Aktionsfelder, und das ist dann das, womit wir uns in dieser Partie rumschlagen müssen und womit wir halt planen müssen, womit wir spielen können. In der nächsten Partie kommen dann andere Aktionskarten rein, wir haben das gleiche Spielsystem, aber halt andere Aktionen zur Verfügung, beziehungsweise es werden nur ein paar ausgetauscht. Und sich darauf erstmal einstellen, dass wir halt, wenn wir eine Karte auf der Hand haben, die sagt, wenn du die und die Karte hast, dann ist die Punkte 20 Punkte mehr wert. Man will denn irgendwie diesen Kartenstapel kriegen und diese Karte bekommen, aber da sind halt irgendwie 120 Karten drin und man sieht nicht ansatzweise 120, man sieht nicht mal 60 Karten im Spiel. Und das Problem dabei ist dann, dass es halt sein kann, dass man diese, also es gibt erstmal, ich glaube, 11 verschiedene Farben, und jede Farbe an sich hat immer ein bestimmtes Thema und bestimmte Aktionsmöglichkeiten, und manchmal steht halt irgendwie, okay, pro rote Karte irgendwo liegt, kriegst du irgendwie einen Heliummarker, voll toll, viele Punkte, weil ich noch eine Karte habe, die mir für Helium irgendwie nochmal extra Punkte bringt, mehr als die 3, die ich normalerweise bekommen würde, aber dann kommen einfach keine roten Karten, und selbst wenn ich schaffe, irgendwie mehr Karten ins Spiel zu bringen, dann sind die einfach nicht da, bestimmte Farben gibt es nicht, ich warte halt irgendwie auf 2 bestimmte Karten, weil die andere Karten total aufwerten würden, die kommen einfach nie. Und in der Hinsicht bietet Fantastisch Reichen einfach, finde ich, mehr Möglichkeiten, weil die Karten irgendwie alle irgendwie untereinander Einfluss haben und man da interessante Sachen mitmachen kann. Also dieses Konzept, dass ich diese Karten ablege, dafür irgendwas bekomme, wenn das irgendwie noch das Spiel meine Karten beeinflussen würde. Aber es tut es nur in seltensten Fällen. Also ich finde das einfach echt nicht gut. Ich würde immer eher Fantastische Reiche spielen, gerade weil ich Red Rising jetzt noch nicht so gut finde oder vielleicht nur das Konzept des Spiels nicht verstehe, wird es noch 1, 2, 3, 4, 5 Mal auf den Tisch landen, bis ich es verstanden habe. Oder vielleicht kommt auch ein Kumpel vorbei und sagt, hey Ben, ich hab's gespielt, ich fand's total toll, lass mal spielen, ich zeig dir mal, wie das richtig funktioniert. Da wäre ich mal gespannt drauf. Aktuell, hier Feuerland hat das ja nicht gemacht. Ich kann verstehen, warum, weil ich
würde mich jetzt mal als relativ spieleerfahren bezeichnen und vielleicht checke ich jetzt auch nicht jedes Spiel sofort und hole nicht immer gleich irgendwie 100 Punkte raus und habe in der ersten Partie immer nur 40 Punkte und vielleicht brauchen wir auch mal ein, zwei Partien, um das Spielkonzept an sich zu verstehen. Aber selbst bei den meisten Expertenspielen ist es ja so, eine, zwei Partien hat man schon so ungefähr verstanden, was das Spiel will, wo das Spiel hin will und erkennt dann auch meistens ja an, das ist vielleicht jetzt nicht mein Spiel, kein Spiel, das ich persönlich gut finde, aber das ist gut für Leute, die auf so eine Art von Spiel stehen. Und das habe ich bei Red Rising noch nicht gesehen. Ein Spiel, wo ich irgendwie 10 Partien brauche, bevor ich es wirklich gescheckt habe, wo ich mir erst durchlesen muss, was andere Leute daran gut finden oder wie man das Spiel richtig spielen soll. Das finde ich halt immer ganz, 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 ganz schwierig. Plus halt, dass die Deluxe-Version auch noch ja Mängel hat, sage ich mal. Also ne, auf diesen Goldkarten, da schimmert von hinten so ein bisschen dieses Gold durch. Das kann man tatsächlich durch die Karten durchsehen. Das Inlay ist ganz komisch, weil alle Sachen irgendwie immer rausfallen. Und auch die Würfe, die man hat, die ich kann die relativ gut auseinanderhalten, tatsächlich ausnahmsweise mal. Normal Farbsichtige haben da echte Probleme tatsächlich mit. Das ist also der grundsätzliche Tenor, dass die normale Version gegenüber der Deluxe-Version, der Collector's Edition, immer vorzuziehen ist. Und ich werde mir vielleicht nochmal den Solo-Modus angucken, aber aktuell, wenn ihr überlegt, Red Rising oder Fantastische Reiche, würde ich euch Stand jetzt immer sagen, holt euch wieder Fantastische Reiche und lasst von Red Rising die Finger. Aber auch da, wenn das jetzt Leute gespielt haben, ne, wie immer, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Das wäre aktuell auf jeden Fall noch im Flop des Monats Video, was ja auch so in der Woche kommt. Und ja, bin ich mal gespannt drauf. Also das klang spannend, so eine Weiterentwicklung von diesem grundlegenden Konzept, ne, wie das ja auch damals bei Dominion war. Dominion ja auch, das Deckbau-Genre erfunden. Und dann gab es ja direkt danach Thunderstone, wo ja auch viele gesagt haben oder gedacht haben, so, oh, das wird weiterentwickelt, das Konzept ein bisschen besser. Ich habe Thunderstone noch ein paar Mal gespielt. War gut, fand ich in Relation besser als Red Rising zu Fantastische Reiche, aber ich bin dann trotzdem beim grundlegenden Konzept bei Dominion geblieben und habe halt gesagt, ja, Thunderstone, nee, das ist doch nicht so viel geiler als Dominion, das bietet mir einfach schon mehr. Und bei Red Rising würde ich sogar sagen, es ist einfach signifikant schlechter. Und ja, vielleicht ändert sich mein Eindruck noch. Dazu werde ich auf jeden Fall ein Rezensionsvideo machen, aber es vorher noch 2, 3, 4 Mal spielen, auch in unterschiedlichsten Spielerkonstellationen. Und mir halt auch ein paar Kommentare und Rezensionen dazu auf Boardgame angucken, weil da finden es auch einige Leute tatsächlich toll. Und ich versuche noch nachzuvollziehen, warum. Wirklich ernsthaft, aber ich habe keine Ahnung. So, und dann Kingdom Death Monster. Da habt ihr ja viele Livestreams tatsächlich gesehen. Flo und ich haben diese Kampagne quasi durchgespielt. Beim letzten Mal haben wir Lantern hier, ich glaube, 26 und 27 gespielt von 30, die es gibt. Und ich war ja vorher maximal bis Lantern hier 14 in der Kampagne. Habt ihr also auch nie nur ansatzweise ganz gesehen. Wir haben ja beim letzten Mal den Watcher, den eigentlichen Endboss, und das ist ja, also KDM ist ja rausgekommen und dann ging es so bis Lantern hier 25, wo man gegen den Watcher gekämpft hat und danach war es zu Ende. Und mit dem letzten Kickstarter gab es ja noch den Gold Smoke Knight als neuen Endgegner, der dann 5 Jahre später kam. Und wir haben das halt gespielt bis zum Watcher und dann habe ich halt danach schon mal geguckt, mir auch so ein bisschen Endkampf schon mal angeguckt, was da so passiert und habe das gesehen und, also ich will da nichts spoilern, werde ich auch nicht tun, aber ich war dann völlig raus. Also für mich wäre ja 25 mit dem Watcher einfach das perfekte Ende, auch schön stimmungsvoll, passvoll zum Spiel. Der Gold Smoke Knight hat null reingepasst für mich, der wurde auch nicht irgendwie vorgestellt, nicht hergeleitet. Man wusste eigentlich nicht mal, dass er kommt, außer dass er auf der Timeline steht. Ja, so spieltechnisch wurde er irgendwie jetzt nicht groß eingeführt und das wäre auch, glaube ich, nicht mehr gekommen. Und da habe ich so gesagt, wir können das jetzt noch zu Ende bringen, um es zu Ende gebracht zu haben, aber machen wir, ist ja auch ein schönes Spiel, macht ja auch durchaus Spaß, aber eigentlich bin ich raus. Und dann haben wir einen Kampf gehabt gegen die Antilope auf Level 3. Die hat uns ganz schön platt gemacht. Wir haben so unfassbar schlecht gewürfelt. Wir haben diesen Kampf gewonnen. Wir hatten 2 Tote dabei, wovon einer auch dieses Crimes and Jewel hatte, also auch so ein Gegenstand, der für immer verloren war. Wir hatten den Xavier dabei, der, glaube ich, 2 Age-Level jetzt vor seinem Retirement ist, wo er uns verlassen wird. Und der andere Charakter, der halt auch schon ziemlich gut war, mit irgendwie plus 5 Stärke, plus 3 Ausweichen und so. Und die beiden haben das dann überlebt. Und beim Zurückkehren ins Dorf haben wir Klinging Mist gehabt, haben halt eine 9 oder 10 gewürfelt und dann standen wir halt vor der großen Entscheidung, dass wir uns, glaube ich, halt überlegen konnten, okay, wir gehen jetzt nochmal sofort jagen, weil wir uns halt irgendwie verlaufen haben und nicht ins Dorf zurückgefunden haben, oder dass wir sagen, okay, wir nehmen alle Charaktere, die jetzt gerade Returning Survivors sind, was bei uns nur 2 und nicht 4 waren, und fangen mit denen eine neue Siedlung an. Also mit der Ausrüstung, die wir haben, mit den Ressourcen, die wir aus dem letzten Kampf haben, es waren Level 3 Antilope, es waren super viele Ressourcen, fangen wir nochmal komplett von vorne an. Was bedeutet,
Wir hatten halt so ein Dragon Slayer, also eine super krasse Waffe, die immer gleich 2 Schaden macht, die halt frail ist, die kann kaputt gehen. Dafür hatten wir aber die Wisdom Potion vom Gorm, die dafür sorgt, dass wir immer mit dem Hit, also das ist jetzt nur für Leute, die das Spiel kennen, das Hit Location Deck offen ist. Das heißt, wir sehen, ob da eine Frail-Karte kommt oder nicht. Das heißt, wir wissen, wann es sich lohnt, mit dieser krassen Waffe anzufangen. Wir hatten 2 Leute, die eine komplette Ausrüstung hatten. Wir hatten, glaube ich, 26 Ressourcen mitgenommen und wir haben die 79 gewürfelt irgendwann mal und bei der Jagd haben wir die 99 gewürfelt. Das heißt, wir haben das Perfect Crucible mitgenommen, wo wir den Perfect Slayer bauen können. Ich glaube, mit die beste Waffe, die man im Spiel haben kann. Super selten, dass das in einer Kampagne überhaupt funktioniert. Und mit diesen ganzen Ausgangsvoraussetzungen können wir jetzt halt, ne, quasi haben uns verlaufen, gründen eine neue Siedlung. Das heißt, wir können jetzt anfangen, können wir in Prolog Wildline haben wir schon gejagt, aber jetzt haben wir jetzt so eine krasse Ausrüstung, dass wir im Prinzip jetzt nur noch warten müssen, bis wir jetzt Innovation irgendwie Dash bekommen. Und dann können wir sagen, okay, wir können super früh eine Level 2 Antilope jagen, wir können uns super krass ausrüsten. Und ne, das Spiel, hier stehen auch viele Charaktere, der Dragon King, dieser Drache oder auch der Sunstalker, den man dann jetzt nicht sieht, gegen die habe ich noch nicht einmal gekämpft. Also, dass wir sagen können, okay, wir haben coole Ausrüstung, wir können uns super krass hochleveln, dass wir halt auch gleich irgendwie den Butcher, der in Lantern hier 4 oder 5 kommt, den werden wir wahrscheinlich umhauen, relativ zügig, der wird keine Chance haben, der ist normalerweise gleich eine Challenge und wir können uns halt diese ganzen anderen Kämpfe angucken, wir können die eigentlich alle irgendwie in die Kampagne reinnehmen, wir können auch früh höherlevelige Leute jagen, da habe ich super viel Bock drauf, also nachdem ich so komplett raus war und gesagt habe, okay, wir können es jetzt noch zu Ende bringen, wenn wir wollen, sage ich jetzt halt, boah, ich habe mega Bock, ne, mit den Voraussetzungen, mit den Startvoraussetzungen jetzt das Ganze nochmal zu spielen. Richtig cool. Leider halt so ein Zeitproblem. Ich meine, gut, jetzt kommt der Sommer, da wird ein bisschen mehr Sommerloch sein. Vielleicht werden wir es wirklich da spielen. Also Flo ist ja auch Feuer und Flamme tatsächlich dabei. Es ist einfach ein geiles Spiel. Es ist super, 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 super teuer. Für mich persönlich das Geld absolut wert. So unfassbar viel Spaß, wie ich damit hatte. Was einem dieses Spiel bietet, was da an Ideen drin steckt, gibt es bei keinem anderen Brettspiel. Nichts. Ist auch nur ansatzweise vergleichbar. Ein Gloomhaven ist ein tolles Spiel, ein großartiges Spiel, für viele Leute ein Highlight. Das kann man auch einfach nicht mit KDM vergleichen. Es ist kein KDM-Killer, es ist was komplett anderes. Und ein Gloomhaven macht Spaß, dieses Handkartenmanagement ist interessant und neue Charaktere freischalten, super toll. Aber, so wie ich es bisher erfunden habe, klar, man hat auch mal Momente, wo man sagt, ha, ich mache jetzt 40 Schaden, toll, aber es plätschert so vor sich hin, die Leute können nicht sterben, die Entwicklung, ja, in meinem Deck, das macht schon Spaß alles, aber KDM ist einfach auch ein Spiel der Extreme, das kann richtig krass sein, High Five, wir stehen auf dem Tisch und so, oh Gott, wie konnten wir jetzt sterben, verdammte Axt, der Charakter ist tot, der war so mega gut. Stecken einfach so viele Ideen drin, so viele Emotionen und wenn man das Spiel erlebt, auch wenn man andere Gegner mit reinnimmt und was die so für Ereignisse haben, wie die miteinander interagieren, was das manchmal für Probleme mit sich bringt und für coole Momente geben kann, wenn sie funktionieren, es ist unfassbar gut. Und wenn ihr, ich glaube, es gibt es irgendwie gerade wieder zu kaufen, man will alle Erweiterungen haben, es ist super teuer, wenn ihr überlegt, es euch zu holen, das Grundspiel reicht. Ihr könnt nur mit dem Grundspiel super viel Spaß haben, diese Kampagne einmal durchspielen und sich dann vielleicht irgendwie den Sunstalker oder den Dragon King holen. Das werden wir jetzt eben auch machen. Wir werden nicht die normale Kampagne spielen, wir werden wahrscheinlich die Dragon King Kampagne spielen. Die habe ich auch noch nie gespielt. Das heißt, die kann ich jetzt überleben mit einer coolen Startvoraussetzung. Das ist einfach eine Mordsgaudi. Also ein richtig gutes Spiel, das ich nur wärmstens empfehlen kann. Habe ich ein Video zu gemacht, das 1,75 Stunden dauert. Das ist ein ausführliches Rezensionsvideo, wo ich aber noch nicht viel von dem Spiel gesehen habe. Tatsächlich habe ich da viele Kampagnen angefangen, die immer so bis Lantern Year 10 von 25 gespielt. Ich werde dabei, also Flo und ich werden da, wir haben es jetzt einmal durchgespielt quasi, wir werden dabei, also könnt ihr mal schreiben, ob ihr das sehen wollt, aber wir werden es aber machen, ein Video nochmal, wo wir euch so die Erfahrung aus einer Kampagne und zu KDM allgemein wiedergeben werden. Ich meine, ich habe da jetzt ein paar Mal wieder drüber geredet, bin auch immer sehr begeistert von, aber ich habe richtig Bock darauf, das Ding jetzt noch wieder quasi nochmal oder weiter oder von vorne zu spielen mit diesen coolen Ausgangsvoraussetzungen. Ich ahne, dass wir wahrscheinlich irgendwie nach 2 weiteren Abenden hier sitzen und sagen, oh, es fing so gut an, alle tot, alles für umsonst. Ich bin super gespannt drauf. Das war's für heute von mir. Es ist jetzt wieder lang geworden. Wahrscheinlich dauert der Rohschnitt jetzt 2 Stunden, das Video hinterher 1,5 Stunden. Ich werde mal zusehen, dass ich das heute noch fertig schneiden kann. Ne? Heute ist dann ja, wenn ich es heute fertig kriege, hoffentlich auch noch Feiertag. Das heißt, ihr habt vielleicht auch Zeit und Ruhe, das zu gucken. Da ist ja auch gerade nicht so tolles Wetter draußen. Und es wird weitergehen. Ich habe hier noch Railroad Ink Challenge, die Edition Blattgrün und Sonnengelb, die werde ich also auf jeden Fall spielen. Ich mag ja tatsächlich Railroad auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ich habe hier noch das neue Unlock, das wir auch auf jeden Fall spielen werden. Ich habe hier Shiver Me Timbers oder auch
Schrecken der Meere, Piratenspiel, Komplexitätsrating von 4,0. Bin ich super gespannt drauf. Das sieht ein bisschen aus wie Star Trek Ascendancy tatsächlich teilweise. Hat sehr, sehr gute Bewertungen teilweise schon auf BoardGameGeek bekommen von Playtest-Partien. Ich bin aber gespannt, wie hart wirklich der Einstieg ist. Es muss sich mit Piraten der spanischen Meere messen lassen, was ja wirklich grundlegend ist. Aber das macht einfach Spaß und das Ding hier, bin mal gespannt, wie kurzweilig und wie gut und wie spannend das ist. Es hat ein Spieldauer von 90 bis 150 Minuten, 2 bis 4 Spieler. Das wird es also auf jeden Fall auch bald auf dem Kanal geben. Und dann komme ich einen Kumpel besuchen, Till, der bringt auch einiges an Spielen mit. Der hat Unmatched, Kabel und Fock im Gepäck. Der hat Pan Am, wird er mitbringen. The Red Cathedral wird er mitbringen. Murph wird er, also ich hoffe, dass er, also ein paar davon wird er zumindest mitbringen. Undaunted North Africa, Tracking the World, Canvas, Kemet 1.5, Red Rising, das habe ich jetzt ja schon hier, Dominant Species, Marine, Genotype und Shamans. Die letzten beiden kenne ich gar nicht mal, aber wird bestimmt auch ganz spannend sein. Also ich habe tatsächlich Impftermin während der Zeit, wo er da ist. Mal gucken, wie sehr mich das umhaut. Ich hoffe, dass wir trotzdem viel spielen können werden. Und davon werden wir auch 3 bis alle Spiele spielen. Das heißt, auch da wird es ein Gezockt zu geben, wo ich euch noch zu den ganzen Sachen was erzählen kann. Da auch schon sehr gespannt drauf bin, wie cool die sind, was ich euch dazu sagen kann. Und vielleicht schaffen wir es sogar, Dune, das Alte, zu spielen, weil wir sind jetzt in der Situation, ne, die Corona-Pandemie, die bleibt, wird uns wahrscheinlich auch noch lange irgendwie begleiten, wir werden irgendwelche Mutationen haben, was auch immer, aber jetzt gerade, ne, es kommt der Sommer, die Inzidenz sinkt, zu Hause in Cuxhaven ist sie bei 14 oder so und hier in Göttingen auch schon deutlich unter 50, ich glaube bei 35 oder so. Ich habe jetzt eben dann die erste Impfung, ich habe einen Kumpel, der ist schon komplett durchgeimpft, 2 Freunde werden mich besuchen, die auch durchgeimpft sind, andere Leute aus meinem Bekanntenkreis sind eben auch schon geimpft, sodass wir eben jetzt auch wieder in der Situation sind, dass wir uns eben auch mal nicht nur zu zweit oder zu dritt treffen können, sondern auch mal mit 4, 5 oder 6 Leuten und das natürlich auch weiterhin verantwortungsvoll machen werden, also auch darauf achten, dass halt die Leute irgendwie geimpft sind oder dann eben auch auf jeden Fall irgendwie einen Test haben und dass das alles halt in ruhigen Bahnen ist und auch gucken, wie sich so die Inzidenz in den Regionen, wo die Leute herkommen, bewegen und wenn man da sagt, okay, du kommst jetzt aus einem Hochrisikogebiet, dann vielleicht eher nicht, aber das ist alles gerade in Bahn, wir gehen da verantwortungsvoll mit um, aber jetzt können halt auch Spiele, ne, aus dem letzten halben Jahr auf den Tisch kommen, die vorher nicht gespielt werden konnten, weil die halt 4, 5 Leute brauchen, also wenn es irgendwie geht, also dieser Tisch wird dafür nicht reichen, aber Siderische Konfluenz bin ich super gespannt drauf. Ich glaube, in Twilight Imperium, Prophezeiung der Könige, wird es auch nicht schaffen, weil das sind ja auch teilweise echt lange Spiele. Aber vielleicht kriegen wir das Dune irgendwie hin. Da würde ich mich schon sehr drauf freuen. Das alte Dune, wo man auch, man will da genau 6 Leute für sein. Man kann das auch mit 3 oder 4 Leuten spielen, aber spielst du halt nicht Dune, dann spielst du ein Spiel, das so heißt, dass das Regelwerk hat. Das, man braucht, glaube ich, wirklich diese 6 Leute dafür. Es ist zumindest das, was alle, die ich kenne, die es gespielt haben, sagen, was man immer so liest. 5 soll auch noch gerade so gehen, aber eigentlich ist 6 die Zahl für Dune. Wie gesagt, ich werde euch da einen Gezockt zu machen. Es wird dann auch wieder einen Monatsrückblick geben. Es wird die Tops und Flops geben, es wird die neuen Kanalvideos vermutlich geben. Es ist viel zu spielen, ich habe super viel Spaß dran und wie gesagt, da nochmal eben vielen Dank an alle Leute, die eben die Videos gucken, auch YouTube und YouTube-Zugriffszahlen, das alles entwickelt sich in diesem Jahr prächtig, was wahrscheinlich auch noch an der Corona-Pandemie liegt, aber jetzt auch nochmal der Bogen zum Schluss, wenn euch halt die Arbeit gefällt und es ist eben auch wirklich durchaus, es ist natürlich Hobby, es macht mir super viel Spaß, aber es ist eben auch Arbeit, zum einen natürlich diese Videos zu drehen, sich die ganze Technik zu holen, die Zeit eben auch zu investieren. Wenn euch das also gefällt, ihr mehr unvoreingenommene Eindrücke sehen wollt, ihr eben auch wirklich wollt, dass hier weiterhin möglichst hochwertiger Content geliefert wird, auf den ihr auch Einfluss nehmen könnt, der auf jeden Fall immer unbefangen, immer offen und frei ist, dann schaut, wie gesagt, gerne mal auf Patreon vorbei. Dann, ne, wenn ihr wirklich merkt jetzt, okay, ich gucke da schon seit ein paar Wochen und Monaten, es hilft mir viel, ich habe mir ein paar Spiele gekauft, viel Geld ausgegeben, auch vielleicht ein bisschen Geld gespart, weil ich mir manche Sachen nicht geholt habe. Es würde mich halt sehr freuen. Das Ganze basiert eben halt wirklich auf dieser Community-Unterstützung. Ohne die würde es nicht laufen. Dank der läuft es Gott sei Dank. Aber wie gesagt, wenn hier die Kulisse auch irgendwann mal sich ändern kann und ich wirklich da noch bessere, dann kann ich auch noch coolere Streams machen, die sich auch noch besser zum Gucken eignen, noch mehr Videos, noch toll. Also ich bin zufrieden, wie es alles gerade läuft. Aber wie gesagt, jeden, der das noch weiter irgendwie unterstützen möchte, da sage ich vielen, vielen, vielen Dank. Und auch alle, die mich schon unterstützt haben und mich vielleicht auch verlassen haben. Das war's dann von mir. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Es waren coole Spiele. Ich würde die am liebsten alle jetzt nächste Woche nochmal spielen. Es kommen ja auch wieder neue Spiele dazu. Ja, und auch die Spiele, die da jetzt auf mich warten, hier rumstehen. Ich bin gespannt darauf, was ich euch davon empfehlen kann, was nicht, wo ich auch vielleicht euer Feedback zu brauche. Das finde ich auch sehr schön, dass es so viel Interaktion bei ist. Ihr merkt es, ich bin schon ein bisschen schneller geworden, aber das Video dauert ja auch sehr, sehr lange. Wer es wirklich auch immer schafft, das konsequent auf 2-fache Geschwindigkeit zu hören, ja, das gibt es tatsächlich, machen Leute. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken, bis bald und tschüss.